Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen beim Weisgar Podcast. Heute geht's um die Landwirtschaft. Jo, da sind wir wieder. Weisgar Podcast, Folge Nummer 5. Heute wieder mit einem Gast, heute wieder mit einem ganz anderen Thema. Ihr habt es schon gehört eingangs. Es geht ums Thema Landwirtschaft. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gewollt, weil das Thema nämlich gerade ganz politisch aktuell ist. Aber als ich das hier mit meinem Gast ausgemacht habe, das Gespräch, da wollten wir das einfach als ganz normales, gemütliches Gespräch über die Landwirtschaft eben planen, was man da so wissen und erfahren kann als jemand, der eben nicht so viel damit zu tun hat. Ja, und das, was er hier gerade jetzt hört, das nehme ich auf am 21.12.2023. Vor 3 Tagen wollte ich eigentlich schon mit meinem Gesprächsgast hier sitzen und aufnehmen, aber das hat er mir dann kurzfristig abgesagt. Er hat gesagt, ey, es gab hier gerade eine große Klatsche für die Landwirtschaft und wir gehen demonstrieren und ich muss da mit dabei sein und melde mich nochmal bei dir. Und das hat er auch gemacht und wir haben jetzt zugesehen, dass wir uns ziemlich kurzfristig eben zu diesem Thema hier nochmal zusammensetzen können. Und ich habe gerade gesehen, also jetzt im Moment bin ich hier noch ganz allein in meinem Studio, es wird dann gleich klingeln und dann kommt er vorbei, dann reden wir zusammen. Aber ich habe gerade gesehen, vor wenigen Stunden haben Landwirte die Autobahnauffahrten versperrt mit ihren Fahrzeugen. Und ja, wie gesagt, es sollte und es wird auch darum gehen, ganz normal ums Thema Landwirtschaft, was kann man alles so erfahren. Aber ich glaube, wir werden an dieser ganzen Protestgeschichte nicht vorbeikommen und in diesem Zuge werdet ihr auf jeden Fall auch meine Meinung hören dazu, ob es jetzt sinnvoll, also ob ich es jetzt sinnvoll finde, die Autobahn zuzumachen oder nicht und solche Sachen. Und sicherlich werden wir auch seine Meinung dazu hören. Naja, lasst euch einfach überraschen. Bis es losgeht, 2 Sachen noch ganz schnell. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch und zwar bei all denen, die bisher jetzt schon den Podcast gehört haben und mir so viele schöne Rückmeldungen gegeben haben. Also das waren jetzt mehr Leute, als ich es gedacht hätte für den Anfang und vor allem auch Leute, also überhaupt Personen, von denen ich nicht dachte, dass sie mit dabei sein würden und so gespannt zuhören. Also vielen Dank und ein herzliches Willkommen. Und wenn es euch eben gut gefällt, dann sagt es doch auch gerne anderen Leuten weiter, teilt den Podcast, dann können es noch viel mehr hören. Würde ich mich freuen. Übrigens, und das ist die 2. Sache, die ich euch sagen möchte, bevor es losgeht, dieser Podcast, also nicht nur die Folge hier, sondern auch alle anderen Folgen, sollen möglichst interaktiv sein. Also es sind zwar keine Live-Sendungen, aber ihr könnt oder sollt euch zumindest gerne mit einbringen können, wenn ihr wollt. Und in den sozialen Medien werde ich im Regelfall vorher ankündigen, welches Thema ich demnächst mit einem Gast bequatschen werde. Und dann habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen, falls ihr welche zu dem entsprechenden Thema habt. Dann könntet ihr mir das vorher schon schreiben und ich stelle diese Fragen dann eben, wenn der Gast dann vor mir sitzt. Und wenn ihr aber erst beim Hören des Podcasts merkt, ah, jetzt habe ich die Sache hier gerade erfahren, da wäre doch noch interessant das und das, dann könnt ihr es mir trotzdem sagen, weil ich nämlich versuchen werde, den Gesprächsgast nachher nochmal zu kontaktieren, ihm die Frage zu stellen und euch dann im Nachhinein die Antwort geben zu können, indem ich sie euch vorlese oder indem ich euch einfach eine Sprachnachricht vorspiele. Und das kann ich jetzt mal noch ganz schnell machen, bevor es losgeht. Mein letzter Gesprächsgast, das war ja in Folge 4 Stefan Torke. Der ist Apotheker und Inhaber der Grundapotheke in Freital. Wir haben zum Apothekenwesen gesprochen, Gesundheit, Medizin und so weiter. Und als er schon weg war, da kam erst eine Frage zum Thema E-Rezept. Da hatten wir zwar untereinander gesprochen drüber, aber wir haben es nicht in die Folge mit reingenommen. Und da habe ich ihn Stefan gefragt, ob er denn so lieb wäre, mir noch 2 Sätze dazu per WhatsApp aufzunehmen und zu schicken. Das hat er gemacht. Und für alle die, die jetzt nur am Thema Landwirtschaft interessiert sind, die können jetzt mal so ungefähr 3, 3,5 Minuten vorspringen. Alle anderen bleiben einfach dran, hören jetzt noch die Antwort vom Stefan. Vielen lieben Dank, lieber Stefan, und eine schöne Weihnachtszeit. Und ja, und alle anderen hören oder wir hören dann in etwa 3, 4 Minuten dann das, was wirklich hier Thema ist heute, nämlich die Landwirtschaft. Das ist natürlich mega spannend, dass da noch eine Frage im Nachgang kam und die möchte ich natürlich sehr, sehr gerne beantworten. Was halte ich vom E-Rezept? Das ist ein bisschen ein kontroverses Thema, finde ich. Prinzipiell kann ich sagen, bin ich da sehr, sehr begeistert davon. Also die Möglichkeiten, die das E-Rezept
per se erst einmal bietet, sind wirklich richtig gut. Ich kann viel, viel schneller abrechnen. Ich habe weniger Verordnungsfehler seitens des Arztes. Ich kann Rezepte, auch wenn ich im Urlaub zum Beispiel bin, trotzdem von meinem Hausarzt zugeschickt bekommen. Ich kann, ne, auch aufgrund von diesen telefonischen Krankschreibungen vom Arzt zum Beispiel die Antibiotika-Verordnung zugeschickt bekommen oder direkt an die Apotheke senden lassen, dann zum Beispiel auch, und kann mir das liefern lassen. Also ich habe damit wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber es hat auch Schattenseiten, denn wir wissen momentan noch gar nicht, wie läuft es denn, wenn jetzt wirklich dann Millionen Verordnungen pro Tag über diese sicheren Server der Telematik-Infrastruktur laufen sollen. Wie verhält sich das? Funktioniert das? Wir haben ein Riesenproblem, wenn diese Server ausfallen. Dann können wir als Apotheke nicht auf die Rezeptdaten zugreifen und wissen nicht, was die Patienten haben. Es gibt ja keine Verordnung mehr, die schriftlich vorliegt, sondern ich habe das alles auf dieser Gesundheitskarte im Regelfall drauf oder in dem QR-Code verschlüsselt. Ich habe ein Problem damit, wenn die Ärzte zum Beispiel die Rezepte nicht rechtzeitig freigeben. Das ist jetzt in letzter Zeit immer wieder mal in Apotheken vorgekommen, dass der Arzt das Rezept erst am Abend komplett freigibt und der Patient aber schon mittags in der Apotheke stand und das Rezept noch nicht abrufbar war. Also es bringt auch wahnsinnig viele Probleme mit sich. Und durch diese extrem strengen Abgaberegeln, die mal existieren für die Apotheken, das wissen ja viele nicht, haben wir das Thema, dass es sein kann, dass wir Medikamente nicht ohne weiteres so beliefern können, wie wir das vielleicht machen wollen, und Änderungen vom Arzt wieder mit einem neuen Rezept verordnet werden müssen. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen höheren Aufwand. Und es gab viele Sachen, die konnten wir auf Papierrezepten handschriftlich mit Stempeln ergänzen, die auf einem E-Rezept eben nicht mehr gehen. Also auch der Aufwand für die Arztpraxen ist zum Teil wesentlich höher als mit dem einfachen Papierrezept. Und es geht nicht alles auf E-Rezept, das fand ich ein bisschen schade. Also zum Beispiel Blutzuckerteststreifen, Kompressionsstrümpfe, Hilfsmittel, sowas gehen nicht auf E-Rezept. Sehr starke Schmerzmittel gehen nicht auf einem E-Rezept. Also es kann durchaus passieren, dass ich als Patient trotzdem mehrere Rezepte bekomme. Also ein E-Rezept, ein gelbes Rezept und noch vielleicht noch ein grünes Rezept oder ein rosa Rezept, wo dann Hilfsmittel draufstehen. Also ich hätte mir zum Teil gewünscht, dass da ein bisschen mehr mit den einzelnen Berufsgruppen zusammengearbeitet wird, weil dann ich hätte so viele Möglichkeiten gesehen, die man noch machen kann. Nichtsdestotrotz finde ich es an sich ein gutes Konzept mit leichten Schwächen in der Praxis, die sich hoffentlich dann über die lange Zeit dann auch so ein bisschen im ersten halben Jahr dann ausbessern werden. Genau, so wäre jetzt mein Fazit zum E-Rezept. Vielen Dank für die Frage nochmal, und wenn noch Fragen auftauchen, immer wieder gerne, dann leitet du das ja bestimmt an mich weiter. Ansonsten erstmal viel Spaß weiterhin im Podcast. Ja, vielen Dank nochmal an den Stefan. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des Podcasts, nämlich die Landwirtschaft. Und weil ich davon nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe, habe ich mir jemanden eingeladen, der es besser weiß. Der ist nämlich Landwirt und der ist auch in einer Vereinigung von Landwirten, Landschaftsverbindung. Also wenn er es nicht weiß, wer dann? Und vor mir hier im Studio sitzt jetzt nämlich der Marc Bernhard. Und Marc, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Ja, Willi, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und vor allem, dass wir heute auch mal über Landwirtschaft sprechen können alle zusammen. Ja, na gerne. Also ich bin ja offen für alle möglichen Themen und du bist ja eigentlich sogar der Grund dafür, dass ich jetzt angefangen habe mit dem Podcasten. Wir hatten ja vorher mal so ein bisschen rumgesponnen. Aber gut, lass uns ins Thema einsteigen. Und du hast es gar nicht so wahnsinnig weit gehabt hierher. Du kommst auch aus Freital, aus Somsdorf, und dort hast du deinen Betrieb. Sag doch selber mal, wo du herkommst. Genau, also unser Familienbetrieb, der hat sich ja letztendlich in Somsdorf gegründet, irgendwann mal vor 7 Generationen. Und die Eltern haben das dann einfach mal gesagt, wo Wende war, Mensch, was machen wir jetzt? Wir fangen einfach mit Null an. Und dann ging das los, da war ich 4 Jahre alt. Ich bin dort einfach mit reingewachsen von klein auf, habe das quasi ins Blut gelegt bekommen. Habe im Kindergartenalter schon gesagt, warum muss ich in die Schule gehen? Ich wäre doch Bauer, so nach dem Motto. Das waren tatsächlich die Worte. Am Ende waren es dann 12 Jahre Schule und noch 4-5 Jahre Studium hinterher, um einfach dann die Grundausbildung zu haben, die man mittlerweile als moderner Landwirt braucht. Und ja, wir haben eigentlich einen sehr soliden Familienbetrieb. Das ist doch wirklich Familienwirtschaft bei uns. Lass mich kurz einhaken, dann kommen wir gleich nochmal zum Betrieb. Aber es ist interessant, weil ich wollte dich vorhin schon fragen, hab mich von vornherein gefragt, vielleicht eine doofe Frage, aber gibt es denn einen Unterschied zwischen einem Landwirt und einem Bauern? Naja, Landwirt ist vielleicht die charmante Auswertung des Worts Bauer. Bauer wird auch gern mal missbräuchlich, so nach also dem ist so ein doofer Bauer. So ist quasi. So ein bisschen wie Putzfrau und Reinigungskraft, oder? So, jetzt hat es kurz geklingelt. Ich musste ein Paket annehmen. Also wir waren dabei, ich habe dich gefragt, ob das sowas ist wie Putzfrau und Reinigungskraft vielleicht möglicherweise.
Ja, wie gesagt, manchmal wird so ein Stempel abgesetzt. Mittlerweile ist, muss ich sagen, Bauer wieder humaner. Das war mal eine Zeit lang, wo man gesagt hat, explizit, wir sind Landwirte, ne? Jetzt nicht der Bauer. Mittlerweile, wenn Kinder gerade so oder Familien auf den Hof kommen, bist du der Bauer? Dann sage ich, ja, na, genau, ich bin der Bauer. Also das ist eigentlich ganz entspannt geworden mittlerweile. Und das hast du gerade noch was gesagt, dass du das auch studiert hast. Was hast du denn da gemacht? Naja, Agrarwirtschaft kann man ja studieren in verschiedenen Richtungen, in Richtung Technik, in Richtung Tier, in Richtung Pflanze. Ne? Also es ist ein sehr, sehr, Agrarwirtschaft, Landwirtschaft ist ein sehr, sehr weitläufiges Feld. Und wenn man selbst im Mittelstand tätig sein möchte, beziehungsweise vielleicht auch mal Betriebschef werden will oder irgendwo was übernehmen möchte, ist es mittlerweile wenigstens ein Meister. Also bei uns ist das dann der Techniker in der Landwirtschaft oder möglichst ins Studium. Als Voraussetzung einfach auch dann, um gegenüber Banken und allen anderen einen gewissen Grad an Akademie mitzubringen. Ja. Und du musst eine Vielfalt an Wissen mittlerweile aufsaugen, um auch zurechtzukommen heutzutage. Okay, also wenn du jetzt gesagt hast, okay, ich bin jetzt hier sozusagen Bauernsohn, sage ich jetzt mal so, und ich mache das einfach, ich übernehme das, ich habe es ja von meinem Vater gelernt, wie es geht, ist das nicht gar nicht so sehr gut? Also ich denke, du wirst vieles oder das meiste habe ich immer von meiner Familie, vor allem von meinem Vater gelernt, muss man auch wirklich so sagen. Ist ja mein bester Mentor in dem Sinne. Aber du kommst mittlerweile nicht mehr drum rum, dich einfach nur noch auf die normale Ausbildung zu verlassen oder die Familienbildung zu verlassen. Also du musst schon einen Grund setze ich auch aus dem Studium heraus oder aus anderen Bildungswegen heraus noch ein bisschen mehr Wissen mitnehmen. Kann es eigentlich sein, dass man in diesen Berufszweig sowieso nur eintaucht, wenn man irgendwie familiär daran schon mal gebunden war? Also ich stelle mir vor, wenn du jetzt sagst, du willst dich mit in irgendeiner Branche selbstständig machen, dann halte ich, also von meinem wenigen Wissen, das ich habe, würde ich denken, wäre ja die Landwirtschaft wahrscheinlich das, wo du unwahrscheinlich viel Investitionen reinstecken musst, wo es jetzt nicht wahnsinnig gewiss ist, dass das auch alles wieder rauskommt, ne? Also tendenziell ist das so. Wer privatwirtschaftlich quasi in der Landwirtschaft tätig ist, ist meistens aus einer Landwirtschaftsfamilie entsprungen oder hat sich dort eingeheiratet oder wie auch immer. Weil ja natürlich erstmal, du wirst von 0 auf 100, wirst du kein Landwirt mehr heutzutage. Nee. Ne? Du brauchst ja Fläche und. Der Weg, den vielleicht dann junge Leute gehen, die selbst jetzt keinen eigenen Betrieb haben, das sind dann der Weg über die Betriebe als Angestellte, als Geschäftsführer, wie auch immer, ne, die dann merken, okay, das ist was für mich und ich will mich spezialisieren Richtung Tier, Richtung Pflanze. Dann bist du halt Angestellter in so einem Betrieb, aber letztendlich trotzdem Landwirt. Du könntest mit deinem Studium jetzt auch ausbilden. Oder? Ja, selbstverständlich. Also ich müsste, glaube ich, noch einen Ausbildungsschein dazu machen. Den habe ich damals nicht gemacht, weil es für mich nicht relevant war. Das ist ein 14-tägiger Kurs. Aber grundsätzlich ist jetzt mit dem Grundstudium, das ist ein Bachelorstudium damals gewesen, hast du alle Möglichkeiten, um in der Landwirtschaft, aber generell auch in der Wirtschaft anerkannt was zu machen. Und bist du in Richtung Tier gegangen damals? Naja, bei mir sind es zu Hause einfach die Kühe, muss man auch einfach so sagen. Das war immer mein Schwerpunkt, wird auch immer mein Schwerpunkt sein. Ich habe zum Beispiel überhaupt nichts mit Schwein an Hut. Hat mich nie gecatcht. Ne? Also ich habe da immer gesagt, Hühner ist auch nie meins. Ich habe es im Blut, Kühe, Katzen so, ne? Damit sind wir groß geworden. Also man kann es erstmal sagen, ihr seid die Freitaler Milchtanke. Ja. Die heißt ja so, weil da Kühe sind und weil man da ja sogar Milch tanken kann sozusagen, also zapfen kann. Lässt sich jeden Tag ganz frische Milch, die ist maximal einen Tag alt, abholen bzw. selber holen von früh bis abends. Da habt ihr so einen Automaten und dann kann man mit einer leeren Flasche kommen oder stehen welche da und dann... Ihr müsst was mitbringen. Ja, genau. Und dann schmeißt man da Geld rein und dann kann man das sich quasi ganz frisch abfüllen. Kasse des Vertrauens, da gibt es ja auch noch viele andere Leckereien. Wurst, Käse wollen wir bald machen, Joghurt hatten wir immer noch im Angebot. Eier gibt es auch. Das ist so, wir haben uns darauf spezialisiert, alles was von der Kuh möglich ist, gibt es bei uns an der Tanke. Na, hast du gerade schon gesagt, also ihr habt in erster Linie Kühe, das als Nutztiere, sage ich jetzt mal so. Ich weiß aber, ihr habt auch mehr. Ich war ja schon ein paar Mal bei euch auf dem Hof, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Also da rennt auf jeden Fall noch ein Esel rum und da sind ein paar Ziegen. Und was habt ihr noch? Es ist ein bunter Haufen mittlerweile geworden, ein richtiger kleiner Streichelzoo natürlich für unsere Gäste, die uns besuchen kommen, nicht nur einkaufen wollen, sondern auch mal ein bisschen Landwirtschaft sehen wollen. Gerade die Kinder, die freuen sich, wenn sie die Ziege und die Esel streichen können. Wir haben Erdmännchen seit ein paar Jahren einfach so zum Angucken, weil sie cool sind. Es gibt immer was zu erleben. Eigentlich sollen noch zwei kleine Kängurus dazukommen. Also wir lassen uns immer was einfallen, damit es auch interessant bleibt bei uns hier oben. Aber das ist tatsächlich so, sagen wir mal, Anschauungsobjekt. Die Ziegen werden jetzt nicht für irgendwas anderes noch. Das ist just for fun. Einmal auch für uns mal was anderes und vor allem wirklich für unsere Besucher. So als Eyecatcher, als Streicheltier, um zu sagen, Mensch, ich kann die auch mal füttern, ich kann auch mal dorthin gehen und alles.
Hast du gerade gesagt, die Kühe liegen dir, mit Hühnern und so kannst du nichts weiter anfangen. Aber wie ist denn das zu betrachten? Also jetzt mal rein betriebswirtschaftlich gesehen, welches Tier wäre denn da am attraktivsten? Also ist es sinnvoller, sich irgendwie 100 Hühner zu kaufen oder 3 Kühe? Also wer mit nichts anfängt, fängt natürlich mit 100 Hühnern an, weil 100 Hühner einfach deutlich einfacher zu halten sind als 3 Kühe. Mhm. Als nächste Stufe wären dann die Kühe und dann die Schweine. Ne? Mhm. Also ich sag mal, Hühner sind relativ unproblematisch. Da mit einem mittelgroßen Garten eingezäumt in einen kleinen Hühnerstall dazu könnte jeder von uns Hühner halten. Ist auch, da braucht man kein spezielles Wissen, man braucht keine spezielle Ausbildung, kann man anmelden und dann geht das sofort los. Bei Kühen muss man dann schon einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb anmelden, das ist Pflicht, weil die Rinder haben ja eine schöne gelbe Ohrmarke. Mhm. Und das ist quasi, da gibt es einen kleinen Rinderpass dazu, nennt sich so, das ist wie der Ausweis und das wird vom ersten Tag der Geburt bis zum Tag des Todes nachverfolgt und das muss auch registriert sein und da musst du dich dann registrieren beim Landwirtschaftsamt. Und was denn, aber für Hühner muss es doch eine Grundvoraussetzung geben, irgendwas? Bei Hühnern ist die Anmelderei relativ unkompliziert. Dann kannst du jetzt sagen, rufst du beim Veterinäramt an und sagst, ich will ja ein paar Hühner halten und so. Dann ist das in Ordnung. Und dann musst du dann noch ein paar Cent bezahlen, also wirklich Centbeträge und dann wirst du registriert und dann ist das in Ordnung. Weil du gerade von Cents sprichst und oder überhaupt von Geld, das ist irgendwie schon um die 2 Jahre her, da habe ich mal mit einem bayerischen Landwirt gesprochen. Der hatte mir mal gesagt, was so eine Kuh und ein Schwein und sowas in der Anschaffung ungefähr kosten kann. Können wir so offen sein und darüber reden? Selbstverständlich. Was kostet eine Kuh? Das ist eine gute Frage. Man muss ja mal gucken. Kuh ist jetzt keine typische Handelsware. Es gibt so 3 Altersgruppen in der Zeit, wo Kühe gehandelt werden. Das ist einmal als junges Kalb. Warte mal, wo kauft man denn eine Kuh? Beim Viehhändler. Ja. Es gibt ja Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, zwischen den Betrieben und Vermarktungsstationen Viehhandel zu treiben. Das nennt sich wirklich Viehhandel oder Viehhändler. Der ist dementsprechend dann so vernetzt, der kauft dann bei einem Betrieb Rinder auf und verkauft sie dann an den nächsten. Zu Zuchtzwecken oder was auch immer, ne, oder zum Off-Zuchtzwecken. Also ich könnte jetzt, bei uns zum Beispiel sind es dann die männlichen Kälber, die dann nach 4 Wochen den Betrieb verlassen, weil wir die Kapazität nicht haben, die selber groß zu ziehen. Die gehen in einen anderen Betrieb und werden dort quasi großgezogen zu großen Bullen, bevor sie dann irgendwann mal ihr Ende an der Schlachtbank finden. Gehört dazu. Und das ist so die eine Kategorie, die gehandelt wird. Und so die typische Kuh wird eigentlich selten gekauft und verkauft. Das sind Einzeltiere. Im Normalfall ist das ein geschlossener Kreislauf im Betrieb. Also du bekommst ein junges Kalb. Kalb wächst oft bei uns im Betrieb, geht durch alle Gruppen und Größen durch. Und wird selbst zur Kuh und bleibt so lange da, bis es dann eben mal zu Ende geht. Mhm. Also so eine Kuh, aber jetzt so über ein Pauschal 1.500 € grob. Also eine ausgewachsene? Eine ausgewachsene Kuh mit einem Kalb, sage ich jetzt mal, oder kurz vor einem Kalb, muss man so 1.500 € grob mal als Faustzahl rechnen. Boah, und was bezahlt man für einen Kalb? Oder ist das eh unattraktiv, weil man das dann selber großziehen muss? Sowohl als auch. Also ich sag mal, ein wendiges Kalb mit 4 Wochen bis zu 150, 200 €, je nachdem. Kommt ein bisschen auf die Körpergröße drauf an. Was kostet ein Huhn? Aktuell 11 €, glaube ich. Abgefahren. Ja, also es waren mal 7 oder 8 €. Es sind auch jedes Jahr teuer geworden. Ich glaube, 11 € haben sie momentan so auf der Rechnung. So, und jetzt hast du... Warte mal, wie viele Kühe habt ihr denn überhaupt? Also wir melken so grob 110, 115 Kühe. Oh. Und dort kommen wir noch dazu quasi die ganze Nachzucht, so nennt man alles, was noch hinten dran steht. Also vom kleinsten Kalb bis zu dem Tag, wo sie das erste Mal zur Kuh werden. Mhm. Das ist die Nachzucht, Kälber und Jungrinder. Und da sind wir insgesamt so bei 200, 220 Köpfen, die wir auf dem Betrieb bei uns haben. Wahnsinn. Also das geht ja erstmal nur mit jeder Menge Platz? Ja, das ist grundvoraussetzlich. Und dieses Platzangebot wurde ja zum Glück auch in den letzten Jahren auch immer großzügiger, immer mehr, weil man einfach auch die Erfahrung gemacht hat, je mehr Platz auch die Kuh insgesamt hat und bekommt, umso wohler fühlt sie sich und je wohler sich ein Tier fühlt, so ist es ja, geht es uns ja auch, umso leistungsfähiger sind wir und umso gesünder und langlebiger sind wir alles zusammen. Ja, also das müsste klar sein, dass es da auch irgendwelche Vorschriften gibt. Ich weiß, bei Hühnern ist das ja irgendwie ganz verrückt, aber wie ist das denn bei Kühen, also wie gibt es wahrscheinlich eine Vorschrift, wo man dann sagt, okay, pass auf, so viel braucht die an Platz oder muss die haben? Also in Deutschland gibt es für alles eine Vorschrift. Das muss man ja klar erstmal an der Stelle festhalten. Da ist nichts, was es ohne Vorschrift gibt. Und genauso gibt es ja ein Tierschutzgesetz und ein Nutztiergesetz, wo klar deklariert ist, was die mindesten Anforderungen sind für jede Tierart. Egal, ob das jetzt eine Ratte ist oder ein Huhn, also es ist wirklich für jede Tierart klar deklariert. Die gilt es einzuhalten, die wird auch
klar kontrolliert vom Veterinäramt in dem Fall. Wir müssen gerade in der Rinderhaltung sagen, dass wir deutlich drüber über den Anforderungen sind, weil sich gezeigt hat, dass doch ein bisschen mehr auch ein bisschen mehr für die Kuh ist. Also da an den Mindestanforderungen bloß, damit das irgendwie noch gut geht, arbeiten die wenigsten Betriebe. Gibt es sowas wie, also kann man bei Kühen eine Massentierhaltung überhaupt anstreben oder? Die Frage ist ja immer, die stellen wir uns ja als landwirtschaftliche Vertreter auch immer, wer erläutert oder definiert den Begriff Massentierhaltung? Was gilt als Massentierhaltung? Mhm. Ist ein Bienenstock mit 50.000 Tieren, ist das eine Massentierhaltung? Ist ein Rinderstall mit 50 Tieren oder mit 500 Tieren oder mit 5.000 Tieren? Ne? Ich kann als Fachmann sagen, ein Betrieb, der jetzt meinetwegen 1.000 Rinder hat, und das ist im ostdeutschen Raum strukturell und historisch bedingt einfach oft vorhanden, weil wir ja zu DDR-Zeiten vergemeinschaftlicht worden sind, in die Produktionsgenossenschaften. Mhm. Und da hat man ja alle kleine Betriebe zusammengeworfen auf einen großen Haufen. Mhm. War damals so staatlich verordnet worden. Und deswegen ist das ja bei uns so gewachsen. Und die sind ja auch teilweise jetzt noch da. Und ich weiß, dass in den Betrieben, die modern aufgebaut sind, den 1.000 Tieren geht es im Einzeltier genauso gut wie meinen Tieren bei 100 Tieren. Ne? Also die haben ja dann dementsprechend 10-mal mehr Platz, weil es halt 10-mal mehr Tiere sind. Mhm. Ne? Und auch 10-mal mehr Mitarbeiter. Und es steht und fällt auch immer das Wohl der Tiere mit dem Wohl der Mitarbeiter beziehungsweise mit dem Engagement der Mitarbeiter. Wenn ich einen Mitarbeiter im Betrieb habe, der überhaupt keinen Bock hat, dann leiden auch die Tiere drunter beziehungsweise dann geht es dir nicht so gut wie mit einem gut motivierten Mitarbeiter. Deswegen ist die Frage nach der Massentierhaltung in der Rinderhaltung sowieso ganz schwer zu beantworten, weil das ja ein großes, kompaktes Rind ist. Man kann ja sagen, ein Rind ist so viel wie 3 Schweine ungefähr und so viel wie vielleicht 50 Hühner. Mhm. Da gibt es auch Umrechentabellen. Ja, okay. Das war nämlich eine Frage vom Frank. Also ein paar Fragen hat man nämlich tatsächlich. Schön. Also der Frank wollte wissen, wie du generell zur Massentierhaltung stehst, aber das ist ja mehr oder weniger Es ist individuell, also man muss das wirklich so sagen. Ich habe viele Betriebe in meinem Leben kennengelernt, sowohl in Deutschland, bundesweit, aber auch im Ausland bin ich eigentlich viel rumgekommen. Ich habe Biobetriebe gesehen, ich habe schlechte Biobetriebe gesehen, ich habe gute Biobetriebe gesehen, ich habe schlechte konventionelle Betriebe gesehen, gute Biobetriebe gesehen, normale Betriebe gesehen, große und kleine. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Du kannst das jetzt nach Größe zum Beispiel überhaupt nicht gliedern oder strukturieren, dass du sagst, deswegen sind die besser oder sind die schlechter. Jeder Betrieb steht und fällt mit seinen Leuten, die vor Ort sind oder auch mit dem Betriebschef, wie er das im Griff hat, was er seinen Tieren Gutes tut. Und da muss man einfach sagen, da gibt es kein Schwarz-Weiß-Denken. Das ist, bei manchen klappt es besser, bei manchen klappt es schlechter. Ja. Letztendlich, es gibt für alle Betriebe Tiergesundheitsdaten. Das ist tatsächlich vorhanden, gerade in der Rinderbranche. Es gibt immer am Jahresende eine Auswertung, wie gesund quasi deine Kühe waren, weil der Tierarzt ja auch dann die Eingabe macht, wie oft der da war und. Medizin, wie oft wurde es eingesetzt. Und dann kannst du dich vergleichen mit anderen Betrieben. Und da haben wir ja in den letzten Jahren schon eine klare Linie verfolgt, nicht nur wir im Betrieb, sondern in der Landwirtschaft selbst, dass die Daten immer besser geworden sind. Die Kühe und Rinder sind immer gesünder geworden. Aber wo du das so ansprichst, also ich muss ja sagen, ich habe ja immer schon einen Riesenrespekt vor Leuten, die mit Lebensmitteln handeln, ne? Weil das ja immer so ein Produkt ist, du musst kalkulieren und so, wer hat es dann gekauft oder nicht. Aber noch krasser finde ich es ja in eurem Fall, du hast einerseits die Tiere, die ja auch erkranken können und da kann ja auch mal ein ganzer Schwung Tiere erkranken. Dann hast du vielleicht noch das Feld, da hast du wetterbedingt das Problem, dass da irgendwas was schiefläuft. Das ist ja, hat man da so eine permanente Angst unterschwellig oder ist das eigentlich nicht, weil man sowieso weil man ja damit lebt irgendwie immer schon? Also ich denke, viele von uns, also ich hab's zumindest, wir haben eine permanente Ruhe. Weil du erfahren bist mit Krisen beziehungsweise mit Risiken, die mal von einem Tag auf den anderen kommen können. Das ist einfach die Natur, die in der Landwirtschaft schon seit Jahrtausenden vorhanden ist, nicht erst seit jetzt, sondern schon immer gewesen ist. Wettereinflüsse, Umwelteinflüsse, die du selber nie vorhersehen kannst und auch nur begrenzt verändern kannst. Und deswegen ist das ja auch jetzt gerade in so einer Zeit, wo es vielleicht insgesamt für alle ein kleines bisschen kritischer wird, sind wir vielleicht doch tatsächlich noch die entspanntesten, weil wir einfach Krisen erprobt sind. Und jeder, der sich in die Landwirtschaft begibt, gerade mit Tieren arbeitet, der ist sich dem Risiko ja auch bewusst. Was würde denn eine Kuh vor allem kriegen können, was schädlich jetzt für euer Geschäft wäre? Also bei den Kühen muss man es ganz klar sagen, ist die Hitze der größte Stressfaktor. Das nennt man auch direkt Hitzestress bei Kühen. Alles, was über 25 Grad Außentemperatur ist und dann auch vor allem direkte Sonneneinstrahlung,
Das können die und wollen die überhaupt gar nicht ab. Keine Milch mehr oder weniger. Naja, die gerade in Stress. Und wir wissen das alle selber, was passiert, wenn wir dauerhaft unter Stress sind. Wir sind nicht mehr leistungsfähig und wir können vielleicht auch mal krank werden. Das kann sich in einem Fieberarten auswirken. Das kann eine Euterentkrankung sein oder am Fuß irgendwas. Das schlägt dann irgendwo durch, einfach weil der Körper einfach unter Stress steht. Und deswegen ist ja unser Credo als Tierhalter, dafür zu sorgen, dass dieser Stress möglichst minimiert wird. Ganz verhindern können wir nicht, weil das Wetter einfach so ist, wie es ist. Ja, ja. Wir haben große Ventilatoren zum Beispiel in die Stallgebäude mit Beregnungsanlagen. Da sind die dann immer so ein ganz feiner Film drauf. Ach so. Und dann kühlen die runter. Okay. Und da haben die dann mal wie so eine kleine Klimaanlage. Dann stehen die auch alle schön dort davor und kühlen sich ab. Aber erkälten können sich Kühe nicht, oder? Geht das? Nicht in dem Fall. Nee. Ein junges Kalb, ja, kann mal vorkommen. Aber dass sich jetzt eine Kuh erkältet, weil es jetzt kalt, zu nass oder irgendwas ist, ist eigentlich nahezu ausgeschlossen. Dafür sind sie einfach robuste Tiere. Und kommt das vor, dass eine Kuh irgendeine Erkrankung kriegt, wo du dann sagst, oh, die Milch, die sie jetzt gegeben hat, das kann man nie an Menschen weitergeben, weil da ist vielleicht irgendwas drin, was schädlich sein kann? Ja, selbstverständlich. Also wir müssen natürlich, das ist ja unsere oberste Pflicht als Tierhalter, das Wohl der Tiere im Auge behalten. Selbst wenn alles automatisch geht, müssen wir dafür Sorge tragen, dass es unseren Tieren gut geht. Und wenn es mal der Tag ist, und so wie das beim Menschen auch so ist, es wird auch mal jemand krank, so wird auch mal eine Kuh krank, das ist ganz normal, das gehört dazu in der Natur. Das Augenmerk wird dann dort auf das Tier gelegt, dann wird der Tierarzt meistens mit hinzugezogen. Und wenn wir dann feststellen, okay, das Tier muss jetzt vielleicht mit Antibiotika behandelt werden, dann ist die Milch von dem Tier erstmal weg. Die geht nicht mehr in den Verkauf, die geht nirgendwo anders hin, die wird erstmal verkippt. Dann wird das Tier behandelt, bis es wieder gesund ist. Aber du musst die dann trotzdem melken, oder? Die muss ja trotzdem gemolken werden. Ne? Der Rhythmus muss ja gleich behalten werden. Die Kuh ist ja ein Tier, was es überhaupt nicht leiden kann, wenn ständig irgendwas Neues ist. Die sind sehr umgänglich, aber die wollen eigentlich jeden Tag ihren gleichen Trott haben. Ist wirklich so. Klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber da sind die am zufriedensten, wenn die wirklich das machen können, was sie von Tag aus immer gewohnt sind. Dementsprechend wird die auch immer gemolken, sonst würde der Milchstau ja quasi noch zu mehr Krankheit dann führen, beziehungsweise das verschlimmern. Und wenn dann noch, es gibt dann Sperrfristen und wenn das dann abgelaufen ist, dann machen wir wirklich extra nochmal eine Vorprobe, eine Gegenprobe, ob dort noch Rückstände von Medizin oder vom Antibiotika in der Milch enthalten sind. Und erst wenn das rückstandsfrei ist, dann kommt die Milch, dann quasi die gesunde Milch wieder mit in den Tank, weil auch die Molkerei natürlich jeden Tag ganz genau und exakt kontrolliert, ob dort ein Hauch von Antibiotika zum Beispiel drin ist. Deswegen ist es ausgeschlossen, dass Antibiotika in der Milch drin ist. Ihr züchtet aber bei euch, oder habt keinen Nachwuchs bei euch auf dem Hof selber? Doch. Doch. Also man muss wirklich sagen, das ist der Unterschied zum Beispiel zur Schweinehaltung. In der Milchvieh- und in der Rinderhaltung sind die meisten, also nahezu alle Betriebe, brauchen ja den Zyklus, wenn du Milch haben willst von der Kuh, sage ich mal, brauchst du ja den natürlichen Zyklus Kalb und Milch. Na, jedes Mal eine Kalbung quasi aktiviert ja die Kuh wieder von neuem, es kommt wieder frische Milch, das funktioniert so ein knappes Jahr und dann kommt wieder ein Kalb. So hat es die Natur auch eingerichtet. Theoretisch bekommt ein wildes Rind, sage ich jetzt mal, einmal im Jahr ein Kalb, meistens im Frühjahr. Okay. Da bin ich vielleicht blöd. Ich habe gedacht, wenn man die durchgängig immer wieder melkt, dann bleibt der Körper so in diesem Modus. Also das ist wirklich, das geht dann hoch mit dem Kalb und dann melken die 100 Tage so in der Spitze und dann fällt es jeden Tag immer Stück für Stück ab. Wie viel Liter Milch kommen da raus ungefähr? Ist auch tierindividuell. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel im Betrieb so, dass wir pro Tier pro Tag 30 Liter Milch erzeugen, melken. Du hast natürlich dann aber auch mal Tiere dabei, so die Spitzenleister, die einfach von sich aus vielleicht auch mal 50 oder teilweise auch mal 60 Liter Milch am Tag geben für eine gewisse kurze Zeit. Also, wir haben gerade schon kurz über Technik gesprochen. Du hast gesagt, es gibt Ventilatoren, es gibt Beregnung, wenn das notwendig ist. Aber das, so, jetzt kommen wir zum Melken. Das macht ihr auch nicht per Hand, nehme ich an? Das macht der Melkroboter schon seit vielen Jahren, ja. Ja. Erklär mal kurz. Ja, Melkroboter kann man sich eigentlich so vorstellen, und ihr könnt euch das auch jederzeit bei uns, vor allem im Sommer, angucken, wenn die Türen wieder auf sind. Da ist eine Maschine, da ist eine kleine Kiste, wo die Tiere reinlaufen, wo die Tiere freiwillig und gern reinlaufen, einfach weil sie dort leckeres Futter bekommen. Und in der Zwischenzeit, das dauert so 5 bis 10 Minuten, ist dort wie so ein mechanischer Arm unten drunter, der stöpselt dann dort die 4 Becher dran. Eine Kuh hat ja 4 Zitzen. Ja. Und der Computer weiß dann auch anhand das Datum hier von der Uhrmarke,
beziehungsweise vom Halsband, welche Kuh das gerade ist. Und dann weiß er, okay, die müsste jetzt theoretisch so 10 Liter geben. Und dann misst er das. Und dort wird dann auch die Qualität direkt gemessen von jeder Kuh, von jedem Viertel. Und ich kann dann, wenn ich wieder am Rechner sitze, dann gucke ich mir das an. Hat das geklappt mit dem Melken? Stimmt die Qualität? Oder muss ich jetzt mal zu der Kuh hingehen und gucken, ob irgendwas faul ist? Wie gehen die da rein? Also irgendwann muss es ja einen Impuls geben. Und dann müssen die ja der Reihe nach... Ne, einen direkten Impuls ist das nicht. Man kann sich das so vorstellen, unsere Tiere, und das ist Standard mittlerweile, die können ja den ganzen Tag tun und lassen, was sie wollen. Die sind ja nicht angebunden oder sonst was. Achso, wenn die Bock haben, gehen die einfach... Richtig. Ne? So. Also das Triebmittel ist tatsächlich das leckere Futter. Den Kindern erkläre ich das immer so. Stellt euch vor, es gibt irgendwo einen Bereich, wo es immer mal Gummibärchen gibt. Ne? Irgendwas Leckeres, was ihr gerne esst. So, und das wird aber auch nur in dosierten Mengen gegeben und auch nur zu dem Zeitpunkt, wenn die Kuh wieder dran ist zu melken. Ich sag mal, 2 bis 3 Mal am Tag soll sie zum Melken kommen. Also alle 8 Stunden theoretisch. Tier individuell kann die dann wieder melken kommen. Und wenn die vorher schon mal gucken war und da gibt es halt erstmal kein Futter, dann geht sie wieder raus. Und ja, wie, aber ihr habt doch jetzt nicht einen Melkautomaten für jede einzelne Kuh. Nee, aber die kommen ja Stück für Stück hintereinander. Na eben, aber wenn du da jetzt für die Kuh A was hinlegst, aber Kuh B kommt hin. Nee, die bekommt ja nichts. Das kommt ja nur, die Kuh geht rein, wird erkannt. Ah, jetzt ist Kuh A. Genau, jetzt ist Q23 drin und oh nee, die ist erst in 5 Stunden wieder dran, dann kommt dort kein Futter raus und kommt die Q68 und die ist dran, dann rieselt sie, klimpert so, das ist ja also der Pavlovsche Effekt, kann man ja so, man hört und die Kuh sieht es ja auch und dann schmatzt sie ihr Futter in der Zwischenzeit und wird gemolken und dann, wenn sie fertig ist, geht die Tür wieder auf und dann... Witzig. Und was ist der Unterschied zwischen dem Futter und dem Futter, das die sonst kriegen? Naja, das ist, kommt immer ein bisschen auf die Saison drauf an, auch wie gerade das frische Futter fällt. Tendenziell ist auch dort der Zucker der Anreiz. Aha. Süße Inhaltsstoffe, Melasse zum Beispiel, Zuckerrüben, Schnitzel, Mais, das funktioniert sehr gut, um die Kuh anzulocken. Kann man davon ausgehen, dass man sich Tiere eigentlich nur dann halten kann in der Art und Menge, wenn man selber die Ländereien hat, um das Futter selber sich anzubauen dafür? Oder? Also ich kann mir vorstellen, wenn du das jetzt alles nur zukaufst, dass es gar nicht aufgeht, oder? Tendenziell sind, ich denke mal, 95% der Betriebe so ausgestattet, dass sie das Wichtigste oder die meisten Futtermittel selber anbauen. Bei der Kuh kann man noch sagen, dass man noch unterscheidet zwischen dem Grundfutter, also das ist das Rohfutter, was wir kennen von der Wiese, vom Mais, also die ganzen Pflanze. Und dann gibt es noch das Zusatzfutter, das ist zum Beispiel sind die Gummibärchen, das Kraftfutter, das Pelletfutter, das sind dann Getreide, Raps, Mineralstoffe und andere Schrote, die quasi zusammengemischt werden und von anderen Betrieben oder von einem Milchfutterwerk zusammengekauft wird. Aber das Grundfutter, was die Kühe einfach brauchen, was auch das ganze Jahr dann im Silostock liegt, das sollte man eigentlich als Betrieb schon selber herstellen, weil du sonst viel zu viel Abhängigkeiten gerätst von anderen Betrieben. Ne? Und du musst ja auch... das Restprodukt, ne? Eine Kuh scheidet ja auch eine gewisse Menge an Restprodukt aus, was für uns ja ein wertvoller Dünger ist, den musst du ja auch wieder aufs Feld bringen. Und da musst du ja auch zusehen, dass du nicht zu viel Dünger auf zu wenig Fläche bringst. Also das muss im Einklang sein. Und da kann man so als Faustzahl sagen, pro Milchkuh muss man wenigstens 1 Hektar Land haben. Okay, krass. Und wie kommt jetzt eben diese ganze Ausscheidungssache wieder weg? Bei uns ist das auch automatisch. Ne? Also die Kühe, es ist jetzt nicht so wie wir Menschen oder bei den Schweinen. Die Schweine haben tatsächlich eine Ecke, wo sie immer hinkommen. Hab ich schon mal gehört, ja. Ja, die sind da sehr, sehr ordentlich. Meine Erdmenschen machen das auch so. Echt jetzt? Ja. Cool. Und die Esel sind auch tendenziell dazu geneigt, immer so in eine Ecke zu koten. Ja. Das ist der Kuh völlig egal. Die Kuh liegt ja, man muss ja davon ausgehen, dass eine Kuh, wenn alles klappt, 12 Stunden am Tag liegt, mindestens 12 Stunden. Die Kuh will sehr viel liegen. Und die codet auch und Pibi macht sie auch im Liegen, das interessiert die nicht. Und meistens kommt der Impuls immer, wenn sie aufsteht, dann kommt auch immer gleich erstmal hinten ein kleiner Schwab raus. Ist so, ist wahrscheinlich anatomisch, der Tierarzt könnte sonst bestimmt erklären, warum das so ist. Aber man kann eigentlich darauf warten. Und das macht die genau dort, wo sie gerade steht. Also der ist das egal, ob das jetzt ins Bett ist oder gerade dort, wo sie vielleicht frisches Gras fressen wollte, keine Ahnung. Und bei uns ist das so, wir haben ja Liegebereiche, Stehbereiche und Laufbereiche, muss man ja so sagen, also Fressbereiche und Laufbereiche, sodass die Liegebereiche, wo sie sich reinlegen, ja auch immer möglichst sauber sind. Dort Kalkstroh, also wirklich eine schöne Matratze ist, dass es bequem ist. Aha. Und alles, was dann hinten runterfällt, nimmt der Schieber mit, aber uns läuft dann so ein automatischer Mistschieber. Das habe ich letztens gesehen bei euch, ja. Genau, und der fährt dann immer in regelmäßigen Abständen hin und her und schiebt das dann einfach wie so ein Schieber weg und dann fällt das in einen kleinen Kanal und dort ist es erstmal verschwunden. Okay. Und von dort aus geht es dann in den großen Speicher.
Wird dann, achso, direkt rein oder wird das irgendwie rausgepumpt? Ja, das wird dann aus dem Kleinkanal in den großen Speicher gepumpt. Aha. Für die Betriebe, die noch eine Biogasanlage haben, wir haben keine bei uns, geht es dann erstmal durch die Biogasanlage. Dann kann man ja natürlich noch aus dem schönen Rohstoff noch Energie erzeugen. Ne? Also da ist ja Unmengen an Energie noch drin. Ist das zu teuer oder warum habt ihr es nicht? Bei uns ist es tatsächlich ein bisschen schwierig von der Größe, weil die Anschaffungskosten für so eine Biogasanlage sehr hoch sind. Ne? Mhm. Und je kleiner du bist und so weniger Energie erzeugst du ja. Ja. Aber die Grundanschaffung ist so tendenziell fast die gleiche. Mhm. Deswegen, ja, da fehlt auch ein bisschen die Impulse am Markt. Wir würden gerne, aber es hat sich nie so richtig angeboten, logistisch. Und dann geht das in den Speicher. Jetzt im Winter zum Beispiel fahren wir ja nicht aufs Feld. Mhm. Ne, dann, sagen wir, ab Oktober bis März auf jeden Fall ist auch mal auf dem Feld ja nichts mehr los. Mhm. Dann lagern wir uns das. Und dann, wenn es im Frühjahr wieder losgeht, wenn alles grün draußen wird, wenn da überall der Saft einschießt, dann gibt es nochmal so eine kleine Düngergabe quasi, auch ins Gras und in alle anderen Pflanzen. Mhm. Und dann machen die natürlich richtig los. Und so ist dann der natürliche Kreislauf geschlossen. Die Kühe nehmen das Futter vom Feld, verwerten es zum Beispiel bei uns in Milch. Der Kot kommt wieder aufs Feld und ist quasi wieder automatischer Dünger für die neue Vegetationsphase. Schön. Euer Kerngeschäft ist also die Kuh. Also ihr verdient am Milchverkauf und gegebenenfalls auch am Fleisch. Stimmt das? In erster Linie, sagen wir, 90% ist der Milch, weil ja die Milchkuh in dem Sinne ja eine sehr schlanke Kuh ist. Die Milchkuh ist ja bei uns im Betrieb dafür da, dass sie möglichst lange, möglichst alt, möglichst viel Milch gibt. Ah, wie lange lebt eine Kuh eigentlich? Es ist ganz unterschiedlich. Ich sag mal, bei uns ist es so, dass Kühe im Schnitt 5 bis 6 Jahre werden, bevor sie dann zur Schlachtbank wandern müssen. Also es ist wirklich jetzt der Durchschnittswert. Unsere älteste Kuh. 6 Jahre wird eine Kuh nur? Ja, das ist ein in dem Fall ist das ja ein Nutztier. Und wie alt wird das in der Natur? Genau, und bei uns war jetzt zum Beispiel unsere alte Rentnerkuh, die ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist sie gestorben mit 18 Jahren. Ja, die ist 18 Jahre im Betrieb gewesen und hat davon 15 Jahre gemolken und hat die letzten 2 Jahre in Rente verbracht, weil man dann einfach keine Milch mehr da war und wir aber gesagt haben, nö, die hat ihr Geld verdient, die ist so wertvoll, die geht jetzt in Rente, bleibt da und wenn sie mal umfällt, fällt sie um. Die wurde auch nicht geschlachtet. Abgefahren. Also, und was passiert dann? Also, dann ist er halt natürlich umgefallen. Was macht man dann mit der? Dann gibt es natürlich einen Abdeckereibetrieb, nennt sich das. Mhm. Die sitzen bei Meißen. Die sammeln alle Tierkadaver ein, jetzt unabhängig von Kühen, auch wenn jetzt in irgendein Wild an der Straße angefahren wird oder Schlachtabfälle von Fleischereien und solche Sachen. Die sammeln alles ein, was tierische Abfälle sind. Wer zahlt das denn? Also in dem eure Kuh ihr dann, aber wenn auf der Straße der Fuchs liegt? Tierseuchenkasse oder irgendjemand, müsste ich jetzt gucken. Ist egal. Kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, aber das sind ja die Mengen kommen ja wirklich aus der Tierbranche selbst raus, vor allem aus der Schlachtbranche, ne? Alles, was jetzt dort überflüssig ist. Weißt du, was die mit denen machen? Früher wurden tatsächlich noch die Kühe, die noch optisch was aussahen, gegerbt, also Felle abgezogen und dann gegerbt, wo das noch lukrativ war, aber das ist schon viele Jahre her, das macht keiner mittlerweile mehr. Aus den Knochen wurden teilweise noch Gelatine und so ein Zeug hergestellt. Mittlerweile, manchmal kommt noch eine Verwertung Richtung Tierfutter, aber auch selbst das ist seltener geworden. Eigentlich ist das nur ein Abfallprodukt, was in der Hitzeverwertung geht. Müssen jetzt alle die stark sein, die damit nicht umgehen können? Ich wollte dich dazu nämlich auch schon was fragen. Mhm. Also du kommst ja wahrscheinlich in dieser Branche überhaupt nicht drum rum, mit dem Thema vegetarische Ernährung, veganer Ernährung und so aus diesem ganzen, also du bist ja damit konfrontiert wahrscheinlich, nehme ich an. Inwiefern aber? Indirekt. Also ich muss sagen, jetzt zu uns direkt auf dem Betrieb war jetzt noch niemand, der irgendwie da jetzt eine Anschuldigung oder gesagt, Mensch, wie könnt ihr das machen und bla bla bla. Man erfährt das aber natürlich auch durch Freunde im Social Media und so weiter. Es sind ja Diskussionen, die fast täglich führen. Wie ist denn das? Also ich meine, du bist ja nun wirklich auf dem Hof groß geworden. Du kennst das ja gar nicht anders, als Tiere zu sehen und auch sterben zu sehen und als Nutztier eben zu sehen. Also für dich ist es ja normal. Aber kommt man dann irgendwann an den Punkt, sei es als Kind oder als Jugendlicher, wo man sagt, Mensch, der eine sagt ja so, der andere so, ne? Aber dass man dann sagt, vielleicht ist das gar nicht so richtig oder so? Es wäre unmenschlich, wenn man nicht an den Punkt kommt, muss man einfach so sagen. Keiner von uns ist geboren, eiskalt geboren und zu sagen, hier, ich bin da abgehärtet und mich interessiert das nicht. Ne? Also wer sich damit beschäftigt
Und leider beschäftigt sich ja der typische Verbraucher ja fast gar nicht mehr damit. Ne? Der kauft das Endprodukt irgendwo im Laden und hat aber eigentlich gar keine Vorstellung mehr, wo kommt es her und wie wurde es, wie ist der Weg bis dahin passiert. Ne? Wir sind ja da sehr transparent. Ich sage immer, bei uns entsteht Leben und bei uns geht Leben auf dem Betrieb. Das ist ein fast natürlicher Kreislauf, aber natürlich nicht 100% natürlich, weil wir ja als Nutztier bzw. als Viehhalter quasi die Nutztiere ja nutzen in dem Fall. Ich bin dort reingewachsen. Ich muss sagen, wo wir dann 16 mit der eigenen Vermarktung angefangen haben und dann auch das eigene Schlachten bzw. mit dem Fleisch und das dann vor Ort gemacht haben, das war schon nochmal so eine Umstellung. Ne? Du bist dann halt direkt hautnah dabei. Ich gucke auch dem Rind bewusst noch bis in die letzten Minute ins Auge, ne? Um zu sehen, was passiert mit dem Rind. Funktioniert das mit der Schlachtung? Und dann ist das für mich auch abgeschlossen, weil ich das Resümee ziehen kann, dass die Kuh bis zu der Minute, wo sie umfällt, das hat die dann auch noch gar nicht realisiert, dann liegt sie ja schon tot da, um das jetzt mal so hart zu sagen, weiß ich, dass sie bei uns gut groß geworden ist. Ne? Dass das alles geklappt hat, dass da jetzt kein Leid oder irgendwas widerfahren ist in Größenordnung. Und damit ist das für mich ein geschlossener Kreislauf, weil ich auch weiß, ich möchte gern zukünftig auch Proteine und Essen quasi von tierischer Quelle zu mir nehmen. Und deswegen bin ich mir aber auch dessen bewusst, dass davor ein Lebewesen gestanden hat. Auch bei der Milch steht immer im Lebewesen. Ne? Deswegen ist der Vegetarier ist ja auch abhängig von dem Lebewesen. Ich töte zwar das Tier jetzt nicht oder bin nicht von dem Tötungsprodukt dann abhängig, aber ich mache mir ja in dem Fall zum Beispiel die Milch zunutze. Naja. Nee, ich will auch gar keine Pro- oder Contra. Aber das Bewusstsein, da brauche ich auch immer, wenn wir mal so eine Führung oder auf dem Betrieb haben, die versuche ich auch immer einzuschärfen, dass sich das auch jeder als Verbraucher bewusst ist. Ich sage immer, das ist nichts grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes. Ja, man kann die Frage ethisch natürlich stellen und die muss auch jeder für sich selbst beantworten und in welche Richtung auch immer. Aber jetzt so rein von der Haltungsform her, und dafür bin ich ja in erster Linie zuständig, kann ich ja versichern und ich kann dafür auch für viele Betriebe sprechen, dass in dem Lebenszyklus eigentlich fast alles richtig gelaufen ist. Also sag mal, du hast vorhin gesagt, irgendwie 90% oder sowas ist bei euch die Milch. Habe ich das richtig verstanden? Das heißt aber, also wenn die Kuh keine Milch mehr gibt, dann wird sie geschlachtet. Und dann werdet ihr doch das Fleisch irgendwie verwerten. Wenn wir sie selber schlachten, verwerten wir das Fleisch selbst, ne, bei uns, und vermarkten es dann auch direkt an der Milchtanke. Aber so wie es in den meisten Betrieben ist, du hast ja auch Tiere, die du, wenn es jetzt zu viele Tiere sind, beziehungsweise die Abnahme nicht da ist, dann gehen sie in den Schlachthof. Achso, und dann verkaufst du die da mehr oder weniger? Dann wird die als Tier verkauft, genau. Ja. Das ist quasi dann das Endprodukt in dem Fall. Mhm. Beziehungsweise wenn man in die Mastbranche, wir sind wie gesagt Milchviehhalter, wir versuchen ja schmale Kühe zu halten, die möglichst ihre Energie in die Milch stecken. Und ein Mastviehbetrieb oder ein Mutterkuhbetrieb, der hat ja ganz andere Kaliber. Ne? Da laufen ja dann wirklich die großen, dicken Schränke rum mit den großen Muskelpaketen hinten auf dem Arsch und überall drauf. Weil das ja der Ziel dahinter steckt, die Kuh groß und kräftig zu füttern. Ich dachte nur, das muss ja eigentlich noch irre viel, also es ist irre viel, aber doch ziemlich viel Geld sein, was man für so eine Kuh dann noch kriegen kann, trotz allem. Ein Tausender momentan ungefähr. Naja, aber dann, und macht man mit Milch derart viel mehr Geld? Naja, du musst ja umrechnen, eine Kuh soll ungefähr im Jahr 10.000 Liter Milch geben. Das ist so, so grob. Und wenn wir jetzt mal 40 Cent dagegen setzen, dann hast du einen Umsatz von 4.000 Euro pro Kuh pro Jahr. Als einfache Rechnerei. 40 Cent bekommt ihr, wenn ihr die Milch verkauft, oder? Genau, also das ist ja ein bisschen das Druckzinssystem. Wir können leider unseren Preis nicht festlegen, ne? Egal welche Kosten wir haben. Wir müssen auf das Geld warten bzw. angewiesen sein, was uns die Molkerei auszahlt. Das ist manchmal mehr und das ist meistens aber weniger. Da kommen wir dann fast schon ins Politische. Ich würde es mal ein bisschen weiter hinterschieben. Ja, aber trotzdem, naja gut, okay, ihr werdet ja nie bescheuert sein und sagen, nö, dann gebe ich es euch halt nicht, weil dann habt ihr ja auch nichts. Aber wäre das nicht eigentlich eine Möglichkeit zu sagen, nö, also für 40 Cent nicht, also für schon 50? Ja, und das ist, da kommen wir dann wirklich dann langsam in die politische Richtung, beziehungsweise wirtschaftliche Richtung. In Deutschland ist die vertragliche Variante oder die gesetzliche Variante so, dass es eine Abnahmepflicht gibt für die Molkerei. Die ist verpflichtet, meine Milch zu nehmen. Und ich habe aber auch die Abgabepflicht an die Molkerei, wenn ich dort immer das gesagt habe, hier, das nächste Jahr kriegst du die Milch.
dann nimmst du auch die Milch, aber dort steht nichts drin, wie viel Geld ich dafür kriege. Das ist interessant, das spielt, glaube ich, in eine Frage rein, die vom Kai kommt, aber erst nochmal ganz kurz von mir. Also, du hast eine Abgabepflicht. Du musst, wenn du eine Milchkuh hast, auch wirklich Milch verkaufen dann, oder? Ja, an die Molkerei, die es aufnimmt. Ich kann nicht morgen sagen, letztendlich macht man ja trotzdem einen Vertrag. Manchmal über 2 Jahre, manchmal über 3. Ach so, weil du... Und ich kann jetzt nicht morgen sagen, du pass auf, wenn du mir jetzt hier zu wenig bezahlst, nächste Woche schaffe ich es zu jemand anderen. Na, aber andersrum gesehen, wenn ich jetzt 500 Liter mehr produziere, dann ist er auch verpflichtet, die 500 Liter mehr abzunehmen. Gut, aber wenn du jetzt... aber dann ist ja vertraglich sowieso schon festgelegt, was du kriegst pro Liter, oder? Ist das wie... Im Vertrag steht dann nur drin, dass es der Durchschnittspreis sich am ostdeutschen Durchschnittspreis zum Beispiel orientiert wird. Und wo der hingeht, der orientiert sich ja immer am Weltmarkt letztendlich, muss man ja so sagen. Und der Handel drückt ja, versucht ja möglichst immer günstige Rohstoffe einzukaufen, der Lebensmitteleinzelhandel. Die geben ja dann Preise vor. Und das vielleicht mal ganz kurz zu skizzieren. Wir haben letzten Herbst, also 22 waren wir so bei knapp 60 Cent, weil der Rohstoff extrem knapp geworden ist. Aha. Alle wollten Milch haben, alle waren irgendwie so im Krisenmodus, auch durch den Ukraine-Konflikt. Mhm, alle haben gekauft, aber es gab nicht genug Milch am Markt, dementsprechend sprang der Preis nach oben. Bis in den März diesen Jahres, also innerhalb von 3 Monaten, sind wir auf unter 40 Cent, also wir haben 50% Milchgeld in 3 Monaten eingebüßt, ohne dass wir was dafür handhaben. Also das wurde uns ja dementsprechend so vorgegeben, einfach weil der Markt gesagt hat, es ist genug Milch am Markt, wir brauchen nicht mehr jeden Liter, das ist eingebrochen. Aber die Kosten sind ja die gleichen geblieben. Ja, und im Supermarkt und sowas sind die Preise... Da hat sich nichts geändert, genau. Mhm. Aber das ist quasi das Risiko, wofür wir ja dann auch, kommen wir dann noch dazu, teilweise auch auf der Straße gewesen oder auf die Straße gehen, dass das die kleine, eigentlich große Ungerechtigkeit einfach mal aus der Welt geräumt wird, weil dir fehlt die Verlässlichkeit. Ne? Du kannst jetzt nie, wie mit einem anderen Produkt, wenn ich jetzt was herstelle, Stahl oder irgendwas anderes, und ich weiß, okay, ich brauche so und so viel Energie, das kostet mich das Kilo Stahl so und so viel Euro und ich muss es für 50 Cent mehr verkaufen. So, dann wird das so gemacht. Und wenn ich das nie für 50 Cent mehr verkaufe, dann kann ich es mir erstmal hinlegen, kann ich mir der Milch nie machen. Ich muss ja jeden Tag loswerden. Mhm. Deswegen fehlen dort ein paar neue Impulse am Markt, sage ich mal, um die Wertschöpfung in den Betrieben zu verbessern. Und wenn die verbessert wird, dann kann man natürlich auch immer noch mehr ins Tierwohl investieren. Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf. Trotzdem noch die Frage vom Kai war nämlich, ob es da irgendwelche Vorgaben für die Produktion gibt, also ob es ein Limit gibt oder ein Soll, das ihr erfüllt müssen, also soll wahrscheinlich ja nicht, das kann ja wahrscheinlich jeder so viel produzieren, wie er will, also mindestens produzieren, wie er will, oder wie es eben wirtschaftlich ist, aber gibt es auch ein Limit, wo man sagt, nee, hier, pass auf, mehr als so und so viel darfst du gar nicht abgeben oder so? Es gab eine sogenannte Milchquote, ja, die ist, glaube ich, vor 10 oder 11 Jahren ausgelaufen. Da wurde dann quasi ganz klar reglementiert, wie viel Milch du im Jahr abliefern durftest, und wenn du über dem Soll warst, hast du Strafzahlungen quasi gekriegt, und wenn du deutlich unterliefert hast, quasi auch. Das war wieder eine Art Planwirtschaft. Hat für uns aber keine Verbesserung gebracht, weil trotzdem der Preis tendenziell immer niedriger war als die tatsächlichen Kosten. Mhm. So dass man heutzutage, man weiß ungefähr, was man in den nächsten 12 Monaten produziert. Ja, weil man ja ziemlich sicher sagen kann, okay, die 10.000 Liter pro Kuh und Jahr sind eigentlich ziemlich safe, plus minus 500 Liter pro Kuh. Mhm. Also das ist eine relativ große Konstante. Und wenn ich jetzt merke, okay, ich könnte noch ein bisschen mehr machen, dann kaufe ich mir 5 Kühe mehr. Also tendenziell wird nicht die Kuh mehr Milch mehr geben, sondern ich erhöhe oder verringere die Anzahl der Kühe. Kai hat auch noch gefragt, wie viele Milchkühe Bauern eigentlich besitzen dürfen. Das ist dann wahrscheinlich nicht unbedingt limitiert, oder? Nee, also grundsätzlich jeder, der Landwirt ist und Fläche hat und sagt, ich investiere das viele Geld in die Landwirtschaft, in die Milchviehhaltung, kann jederzeit mit Milchvieh anfangen. Das ist unbegrenzt. Du musst halt eine Molkerei finden, die sagt, okay, wenn du jetzt hier noch 5.000 Liter Milch am Tag bringen willst, nehmen wir dir. Und wenn das nicht so ist, dann würde ich auch gar nicht damit anfangen. Aber das Investieren mit null mit Rindern anfangen, macht ja sowieso keiner mehr. Das denke ich mir. Was haben wir technisch noch vergessen? Also klar, du brauchst irgendwie einen Stall. Mhm. Du hast dann wir haben gesagt, die Beregnungsanlage, die Lüftung, wir haben die Melkgeschichte. Genau, also Stall und Melken ist effektiv der größte Kostenpunkt, muss man einfach so sagen. Na, wenn man jetzt investiert, das waren mal vor ein paar Jahren, hat man 10.000 Euro gerechnet pro Stallplatz. Na, wenn ich jetzt 100 Kühe habe. Echt? Ja, und
Das war vor ein paar Jahren. Also ich denke, wir werden jetzt eher bei Richtung 20.000 Euro sein, die du investierst. Und dann dementsprechend hast du ja deinen Zyklus und du legst dich ja dann für mindestens 15 bis 20 Jahre fest. Also wenn du sagst, wir haben das 2012, haben wir unseren neuen Stall gebaut. Und damit war für uns damals klar, auch für mich als nächste Generation, sage ich mal, zu sagen, du musst jetzt zwangsläufig 15 bis 20 Jahre deinem Beruf treu bleiben, um das abzuleisten, um die Dienstbarkeit. Erst dann bist du quasi wieder finanziell frei von der Bank und dann kannst du wieder entscheiden, machst du es nochmal, machst du weiter oder sagst du, lohnt sich nicht oder hab keine Lust mehr, ich mache was anderes. 10.000 Euro pro Platz hast du gesagt und genau. Genau, vielleicht können wir so rum rangehen. Was hat man denn eigentlich sonst noch so für Kosten? Also abgesehen von den Anschaffungskosten für die ganzen Maschinen und sowas und fürs Bauen, was sind denn so die laufenden Kosten? Ich nehme an, da muss regelmäßig irgendwie der Tierarzt mal drüber gucken und was gibt's denn da noch so? Also der größte Kostenblock, ungefähr ein Drittel von den Standardkosten oder laufenden Kosten, ist die Futterherstellung. Ach so, na klar. Na, ich sag mal, wenn jetzt, von 40 Cent Milchbeiles ausgehen, das sind ungefähr 15 Cent, kann man sagen, kostet mich das Futter herzustellen, was meine Kühe, oder einzukaufen, beziehungsweise herstellen und einkaufen zusammen, was meine Kühe pro Liter Futter bräuchten. Ne? Wie du, achso, du kriegst 40 Cent. Wenn ich jetzt 40 Cent Milchgeld kriege, davon sind erstmal 15 Cent nur die Reinkosten, um die Kuh satt zu bekommen. Und musst du davon dann noch mehr abziehen? Jetzt sind wir bei 25 Cent, die du verdienst. Genau, und dann musst du, wie gesagt, dann musst du gucken, wie du deinen Stall und alles kalkuliert hast. Da bist du auch mal locker bei 10 Cent. Und dann kommen die ganzen Energiekosten erstmal noch drauf. Und dann ganz zum Schluss, wenn du selbstständig bist, dann kommt erstmal dein Geld. Und das ist dann das, was übrig bleibt oder auch nicht übrig bleibt. Wir haben schlechte Jahre gehabt, 2015, 16, wo du jeden Tag, sag ich mal, locker ein 100er mit bist aufgestanden früh und weißt, dass du 100 Euro aus irgendwelchen Reserven mit rausgenommen hast, um weiterzumachen. Krass. Ja, also das ist dann wirklich so die schlechteste Variante, die dann eintreten kann. Nach der Rechnung und wenn du dann noch hier Gewerbesteuer und was du nicht alles abziehst, dann ist das tatsächlich, wir sind kein Gewerbe, also Landwirtschaft unterliegt dem. Ach so, ist nicht, aber er kommt ja trotzdem Steuern, Umsatzsteuer und... Umsatzsteuer, also die läuft da durch. Letztendlich ist es die Einkommenssteuer für dein Einkommen, was du erzeugt hast. Und ein paar Sozialabgaben, aber da reden wir ja meistens, das ist ja jetzt nicht so, dass du hier 100.000 Euro im Jahr dann mit nach Hause nimmst und darauf dann einen Spitzensteuersatz bezahlst, sondern das ist ja wirklich meistens ein Stück weit über der Grenze, was deine Freibeträge sind. Oftmals kann man ja auch noch ein Stück weit Betrieb und privat, ne, das ergänzt sich ja bei einem Handwerker auch, kannst das Auto irgendwie privat und betrieblich nutzen, solche Sachen. Misst man es an der reinen Arbeitszeit, wie jetzt der Senior, der hat ja gerade in seinen Anfangsjahren, in den 90er Jahren, 2000er Jahren, jede Woche, sage ich mal, 60 Arbeitsstunden auf jeden Fall geleistet, ne, der war eigentlich jeden Tag 12 Stunden da. Ja, wie und das 50 Wochen im Jahr, da bist du ja irgendwo bei einem Stundenlohn von 3 oder 4 Euro. Naja. Jetzt sind wir vielleicht bei 6 Euro oder so. Sieht man das eigentlich als Arbeit an oder wie ist denn das? Also weißt du, wie ich meine? Man ist ja irgendwie jeden Tag da, man kennt es gar nicht anders, man macht es halt irgendwie jeden Tag. Genau, also es ist Beruf und Berufung zugleich, ansonsten würdest du das jetzt auch nicht machen. Jahrelang, also viele Jahre hast du das auch gar nicht betrachtet, einfach weil es wenig Alternativen gab. Ne? Ich sag mal, in den 2000er Jahren war auch damals schon jeder froh, dass er einen Job hatte und irgendwie über die Runden kam und sein Geld verdient hat. Heute muss man ja sagen, wo in gewisser Weise Fachkräftemangel herrscht, beziehungsweise vor allem gut ausgebildete Leute ja rar sind und auch begehrt sind oder auch gefragt sind am Markt, dann machst du dir natürlich schon Gedanken und ich sowieso, was könntest du sonst mit deiner Zeit anfangen? Ne? Könntest du vielleicht effektiver Geld verdienen? Und da musst du dann abwägen, bis wohin ist das für dich ein Geschäft und ab wo beginnt für dich die Berufung, Landwirt zu sein, weil du sagst, du machst es einfach gerne, du hast es für dich. Das verschwimmt, das ist vielleicht in der Kunst ähnlich so. Ich wollte es gerade sagen. Ja, das denke ich, sind Ähnlichkeiten auch vorhanden, wo man sagt, manchmal verschwimmt das und da kann man auch manchmal was akzeptieren, wo man sagt, rein finanziell würde ich es jetzt nicht machen, ne, aber ich mache es halt, weil ich es gerne mache. Aber du musst auch
ehrlich genug zu dir selbst sein, zu deinem Betrieb und zu deiner Familie zu sagen, an manchen Punkten, das ist jetzt, das läuft in eine falsche Richtung. Ne? Das ist jetzt, ich muss mich hier nochmal umstrukturieren oder ich muss mir noch ein zweites Standbein schaffen oder wie auch immer. Ja. Ansonsten gehe ich hier pleite. So ja. Ehrlich muss man sich. Familie zählt da natürlich mit rein. Du hast übrigens vorhin, hast du ja gesagt, also nee, anders, wir konnten uns jetzt erst, also nicht gleich früh treffen, weil du logischerweise ja zu arbeiten hattest, aber wie sieht denn so ein Arbeitstag aus? Deutlich entspannter als vor vielen Jahren, muss man einfach sagen. Ich bin ja, mache ja kein Hehl draus, dass ich eher so ein Spätaufsteher bin, so von meiner Natur heraus. Ja, Freude, der ist irgendwie schon immer um 6, eh schon munter, da liegt das im Blut. Warum auch immer. Also immer Zeiten, wo wir noch händisch, also personell gemolken haben, früh und abends zwei Leute, zwei Stunden melken mussten. Ja, dann war klar, du musstest um 6 früh raus, dann ging es los, zack, zack, zack. Und abends um 5 wieder. Jetzt durch die Automatisierung, durch die Roboter, durch die alles, was so technisch funktioniert, bist du ja erstmal frei von der Kuh. Ne? Du hast deine Grundaufgaben. Also ich fange 7:30, halb um 8, es geht bei mir erst der Tag los. Aber ob ich das jetzt eine Stunde später wie heute, ne, dann musste ich ja um 5 raus, weil wir noch zur Demo wollten. Das interessiert die Kuh ja nie. Für die ist ja der Rhythmus gleich und das ist ja das A und O. Ich muss dafür sorgen, dass der Rhythmus der Kuh nicht unterbrochen ist, dass die 24 Stunden rum gut versorgt ist. Und ob ich das eine Stunde eher oder eine Stunde später mache, spielt das mal grundsätzlich keine Rolle. Wofür braucht man denn jetzt noch Menschen bei euch und wer ist denn da so beschäftigt? Bei uns im Betrieb sind wir tatsächlich nur zwei Hauptakteure, und zwar der Senior und ich. Die quasi den ganzen Betrieb so im Normalbetrieb halten und am Laufen halten. Wenn dann mal Spitzenarbeitszeiten sind, gerade im Sommer, Feldarbeiten noch mit anstehen, dann haben wir noch ein paar Helfer, die entweder selber auch irgendwo selbstständig sind und dann mal stundenweise mit rüberkommen oder Familienkräfte, wie auch immer. Aber so hauptsächlich sind wir zu zweit. Das funktioniert tatsächlich auch, weil eben sehr viel automatisiert wird. Aber okay, trotzdem, also ich meine, das ist ja irre, wenn man so an Urlaub, Krankheit und all solche Sachen denkt. Was ist denn, wenn ihr mal beide ausfallt gleichzeitig? Gibt's nie. Ist immer so bei Selbstständigen, es gibt keine Krankheit. Naja, also, dass jemand krank wird, ist normal. Dass man sich auch dann schonen muss, ist selbstverständlich. Es ist toi, 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 also ich will es auch nie beschreien, noch nie passiert, dass beide komplett ausgefallen sind. Selbst wenn wir, also mir ist jetzt nichts mehr eingefallen oder bewusst geworden, dass mal einer von uns beiden, außer wenn er im Urlaub war, gar nie auf Arbeit erschienen ist oder gar nichts im Betrieb hat. Und wenn es mal eine Stunde ist und der sich dann wieder hingelegt hat, oh, es gibt es zum Glück bei uns nicht. Ja, bloß gut. Ja, also ich sage ja toi, 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 wir sind insgesamt auch eine recht fitte Familie, die von großen Krankheiten eigentlich auch immer verschont worden sind. Ja, ich hoffe, das bleibt so. Und von daher, wenn es so wäre, wir haben auch, wie gesagt, noch zwei, drei Leute an der Hand, die uns auch immer mit unterstützen. Oder wenn wir Urlaub ist ja trotzdem ein Thema. Und der steht auch jedem zu bei uns, sodass wir auch mal zwei, drei Wochen im Jahr nicht da sind. Also einer von beiden. Also einer von beiden ist halt immer da. Ja. Und die Zeit, wo der andere dann nicht da ist, da kommt jemand mithelfen. Aha. So, wir werden jetzt gleich mal auf dieses aktuelle Thema kommen. Nur, ich wollte noch mal eine Sache, da bin ich vorhin ein bisschen weggekommen von dieser ganzen Ernährungsgeschichte. Also nicht die Ernährung der Kuh, sondern von uns. Also ich vermute jetzt einfach mal schon alleine, weil ihr ja an der Quelle sitzt, werdet ihr euch ja mit, ja, also sinnvollem Fleisch ernähren, will ich mal sagen, also mit anständigen oder sowas. Es gibt doch worauf ich hinaus will, ist, gibt ja nur im Supermarkt, also ja, wahnsinnig billige Wurst und Käse, also so richtig billig, wo manche Leute, glaube ich, mehr Geld ausgeben fürs Hundefutter als für ihr eigenes. Wie stehst du denn da selber dazu? Tatsächlich muss man sagen, bloß weil es billig ist, ist nicht unbedingt die Qualität schlechter. Das ist ja das perfide System und so nenne ich es auch wirklich bewusst. Wenn meine Milch zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf die Milch zum Beispiel ein, wenn die jetzt billig verramscht wird, und es gab ja Jahre jetzt gerade halt nicht, aber ich sag mal, vor Corona war es auch teilweise wirklich spottbillig oder die Butter auch, wurde dann regelrecht hinterhergeschmissen. Deswegen ist das ja trotzdem das hochwertige Produkt, was ich ja vorher produziert habe. Also ja, bei der Milch verstehe ich das. Die wird ja nicht so wahnsinnig bearbeitet. Also nehme ich jedenfalls mal an. Also, oder? Eigentlich mehr als Fleisch. Ach so? Also wenn wir jetzt rein über das Stück Fleisch reden, Steak, Gulasch, Braten oder was auch immer man von der Kuh macht. Ja, ich rede jetzt hier von dieser billigen 1 € Mortadella Riesenpackung irgendwas oder Salami. Ja, das ist immer bei der Wurst. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
Da ist es aber in Deutschland so, dass erstmal alles draufstehen muss, was drin ist. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel dort, was kannst du verramschen oder was kannst du verkehrt machen? Du könntest jetzt Wasser zusetzen, um mit mehr Gewicht quasi mehr Geld zu verdienen, obwohl weniger Qualität drin ist. Ne? Aber das Produkt, was da drin steckt, hat ja alles erstmal einen Grundrohstoff. Und solange der aus Deutschland oder aus unseren Gefilden kommt, kann man sich eigentlich auch erstmal sicher sein, dass der unter unseren hiesigen Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten erstmal grundsätzlich erzeugt worden ist. Also so, dass das Rohprodukt tatsächlich eigentlich erstmal kein schlechtes Produkt ist. Was der Verarbeiter dann draus gemacht hat, wie hochwertig er das verarbeitet hat, ne, mit welchen Verarbeitungsschritten, das ist sehr intransparent, das kann man nicht so richtig rausbekommen. Ne? Und da reden wir aber eher mit der Problematik um die Zusätze. Ne? Man hat ja dann eine riesen Zutatenliste, die dann dort hinten dran steht. Und das ist ja eigentlich dann der Knackpunkt, und das ist auch oftmals der Knackpunkt bei veganen Produkten. Also wenn man jetzt mal in so eine Hafermilch oder irgendwas reinguckt, wie viel Zusatzprodukte dort reinspielen müssen, damit das Geschmackserlebnis am Ende auch für den Kunden so zuträglich ist, dass er sagt, okay, das kann ich tatsächlich trinken oder das schmeckt mir. Sind wir bei den normalen tierischen Produkten sogar eher geneigt, dass das fast natürlicheren Ursprungs ist. Ist auch beim, wenn du jetzt zum Fleischer gehst, ne, hier, bei uns irgendwo in der Stadt, da kauft er auch sein Rohprodukt irgendwo ein. Es schlachtet ja hier kein Fleischer mehr selber. Mhm. Ja, die kaufen irgendwo im Großmarkt, in der Industrie, kaufen die Kuh halbiert oder das Schwein halbiert oder in Stücken ein, was hier vor Ort irgendwo erzeugt worden ist. Und dann machen die ihre Wurst raus. Aber die kommen ja auch nicht drum rum, gewisse Sachen mit beizufügen, damit eine Haltbarkeit entsteht und. Der Kunde ist es ja gar nicht mehr gewohnt, heute was zu kaufen und morgen ist es schon wieder, weil es zu frisch ist, nicht mehr zu verwerten. Ne? Also wir wollen ja Lebensmittel mittlerweile haben, die möglichst erstmal eine Woche haltbar sind oder 10 Tage haltbar sind, damit wir sie nie wegschmeißen. Schmeißen ja so schon viel weg. Also die Argumentation, die würde ich immer versuchen, ein bisschen zu entkräften, weil ich auch wirklich sage, wenn ich an der Fleischtheke auch mal im Supermarkt vorbeilaufe und ich kann nie immer alles bei mir selber erzeugen, gerade im Geflügelbereich habe ich nichts, ich esse gern Geflügel. Ja, manchmal, es gibt so Sachen, die kannst du kaufen, weil sie schmecken. Und es gibt so Sachen, wo ich sage, nee, auch aus dem Schweinebereich, manchmal schmeckt mir nach Schwein, kaufe ich nicht, schmeckt mir nicht. Ja, aber Herstellungsverfahren, Schlachtverfahren, also da kommt vieles zusammen. Also eine Pauschalurteil würde ich da jetzt gar nicht abgeben wollen. Naja, wir waren ja gerade beim Thema, wenn du im Supermarkt einkaufen gehst, Qualität der Produkte. Ich hatte ja gesagt, dass, wie gesagt, oftmals hochverarbeitete Lebensmittel auch am Markt sind. Ich sag mal, wie eine Makrine zum Beispiel, ne? Die hat ja 10-mal mehr Verarbeitungsstufen als eine Butter. Ja. Und das muss man sich bewusst sein. Und so ist es ja mit allen Produkten, die man im Laden findet, egal ob das tierische Produkte sind, ob das vegane Produkte sind. Die Verarbeitungsstufe und jede Verarbeitungsstufe nimmt ja immer ein Stück weit Qualität. Das ist einfach normal. Mhm. Irgendwie fällt immer was weg. Das ist bei der Milch so, wenn es erhitzt und wir müssen es erhitzen, um es im Markt zu verkaufen, da ist schon mal so ein Bruchteil von Vitamin und so ist schon erstmal wieder verschwunden. Achso, sag mal, die Milch, die man bei euch zapft, wo kommt denn die eigentlich her? Also die, klar, von eurer Kuh. Die ist 100% frisch, nur gekühlt. Also das ist wirklich die authentische Kuhmilch. Deswegen ist sie ja auch in ihrem Geschmack oftmals sehr, sehr, sehr authentisch. Also hat noch so den, ich will nicht sagen Steigeruch, aber wirklich nur die Geschmacksknospen noch mit dabei. Und das ist auch nur erlaubt, Rohmilch am Betrieb selbst zu verkaufen. Also jeder, der einen Milchautomat hat, darf das nur am Betrieb machen. Ja. Sollte ich es außerhalb verkaufen, außerhalb des Hauses, also des Betriebs verkaufen, dann muss sie pasteurisiert sein, also sprich erhitzt auf über 275 Grad. Und damit hast du quasi ja schon erstmal die erste Qualität oder die erste Verarbeitungsstufe erreicht. Das ist jetzt erstmal grundsätzlich nicht schädlich für das Produkt, aber es ist schon mal ein kleiner Teil, na klar, die Keime sind weg und alles, was da drin ist, ne, sind auch natürliche Rohstoffe, die sind erstmal weg. Und dann gibt es ja noch die ultrahocherhitzte und die homogenisierte Milch, wo das Fett dann quasi noch dementsprechend aufgeplatzt wird, damit das dann oben keine Fettschicht bildet. Ne? Die Haarmilch hat ja oben keine Fettschicht. Bei unserer Milch, die kannst du hinstellen und dann 3-4 Stunden später schwimmt oben das Fett. Natürlicher physikalischer Prozess. Und so sind die Verarbeitungsstufen. Und je mehr quasi die Milch oder generell die Produkte angefasst werden, umso mehr nimmst du auch ein Stück weit die Qualität. Klar, Fett, Eiweiß ist trotzdem noch das gleiche, oder Zucker auch, aber alles, was so noch da hinten drin steckt, wie beim Honig auch. Deswegen ist ja das möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel, wie so ein Stück Fleisch, sage ich mal,
da ist nichts dran passiert. Ne? Das ist irgendwann mal von der Schlachtbank, von der Kuh, vom Schwein, wo auch immer, bis in den Laden gewandert und hat erstmal nichts erfahren, was dem Fleisch in der Zwischenzeit Schlechtes getan hat. Beim verarbeiteten Produkt kannst du viel verstecken. Manche nutzen es aus, ich will da aber jetzt nicht sagen, dass das überall so ist. Manchmal kriegt man es schon mit dem Geschmack her oder mit der Farbe, sieht man schon vieles. Und bei der Kuh ist ja das Schöne, das ist vielleicht noch der große Unterschied auch zu den anderen Tierarten. Die Kuh ist ja ein sehr, sehr guter Resteverwerter. Also wenn man mal schaut, eine Kuh ist ja ein Wiederkäuer und der Wiederkäuer schafft es ja als einziges Lebewesen aus einer Pflanze wie Gras, wo eigentlich nur Zellwände drin sind, Energie herzustellen und Eiweiße zu generieren. Wenn wir jetzt auf einer Grasstängel rumkauen, können wir das gerne für uns als Lust und Laune machen, aber wir schaffen es bei Weitem nicht, den so hochwertig zu verwerten, dass wir dadurch satt werden oder uns dementsprechend mit Proteinen versorgen oder mit Energie versorgen. Und wenn wir in die Kuh- und Rinderfütterung schauen, also bei uns am Betrieb, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass 80% von dem, was die Kuh tagtäglich in sich einfrisst, für uns als Mensch gar nicht nutzbar ist. Ne? Also das Grünland ist für uns nicht nutzbar, der Stängel vom Mais ist für uns nicht nutzbar. Dann gibt es zum Beispiel den Rapsschrot, nennt sich das. Das ist alles, wenn Raps in der Ölmühle gepresst wird und du dann dein Rapsöl kaufst oder teilweise das mit in Benzin eingemischt wird. Alles, was dann übrig bleibt, quasi das Restprodukt oder die Biertreber, das ist der Abfall von der Bierbrauerei, haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen. Ja. Das ist alles das, was sonst für uns als Menschen, das wäre alles Abfall. Kann man kurz sagen, also ich war bei euch oben gewesen und habe mal gefilmt und da kam ein Riesentransporter und erzähl mal, was der da gemacht hat. Genau, und da kam, ich glaube, von der Freiberger oder von der Radeberger Brauerei und hat quasi den Treber, das nennt man einfach Biertreber, das ist das Restprodukt, was von der Brauerei übrig bleibt, von der Biergewinnung übrig bleibt. Der wurde dementsprechend abgeladen. Der ist auch ganz frisch und auch ganz feucht und duftet auch ganz herrlich, wenn der frisch ankommt. Ja, und hat gedampft. Und hat gedampft, weil der eben noch warm ist. Da kommt er als ein Heizkessel quasi. Ne? Ja. Bier wird da warm hergestellt und alles, was da dort übrig bleibt, die kühlen das ja nicht künstlich runter, sondern das pumpen die dann direkt in den LKW. Wie ist das eigentlich? Sind die dann einfach froh, dass sie es los haben oder musst du denen das abkaufen? Du kaufst denen das ab. Ja. Und das ist ja auch, das ist ja immer das Lustige, was selten zu sehen ist. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Liter Hafermilch zum Beispiel herstelle, da kommt ja nicht, weil ich jetzt im Grunde eine Hand Hafer nehme und dort mal kräftig zupresse und da kommt unten weiße Milch rausgelaufen. So ist es ja nicht. Sondern? Ja, es wird erstmal Wasser zugesetzt, also ganz viel Wasser. Also Hafer hat ja bloß 5%, 8-9% Wasser selbst drin, ist ja ein trockenes Korn. Dann wird quasi das Eiweiß aus dem Hafer rausgespalten und dann muss es noch Zusatzstoffe geben, damit es schmeckt. Also ich empfehle das mal, jedem mal einfach mal eine Tüte Haferflocken, also wir kennen es von der Haferflocke, die hat eigentlich so an sich ja überhaupt kaum noch einen Geschmack, also wenig Geschmack. Ne? Und dann könnte man so Hafer richtig klein marmorieren und mörseln und mal Wasser dazu geben und dann merkt ihr, dass das erstmal noch nicht die Hafermilch ist, die ihr im Laden habt. Da ist oftmals noch Zucker zugesetzt und andere Bestandteile, um das Geschmackserlebnis quasi herzustellen. Und da kann man sagen, eigentlich aus einem Kilogramm Rohstoff beziehungsweise einem Kilogramm Lebensmittel, den wir im Laden kaufen können, entstehen automatisch 3 Kilogramm Rohstoffe, Reststoffe, Abfallstoffe, die wir dann nicht mehr verwerten. Ne? Als den Rest der Pflanze. Ne? Von dem Hafer bleibt ja von dem Korn auch viel dann noch übrig. Und so ist das auch mit anderen Sachen. Wie gesagt, wenn wir das Rapsöl zum Beispiel als typisches Beispiel nehmen, bleibt ja ein Großteil der Pflanze zurück. Die könnten wir jetzt irgendwo auf eine Deponie fahren, beziehungsweise wieder aufs Feld streuen. Dann würde aber das Produkt im Laden ja deutlich teurer werden. So können die ja mit dem Restprodukt sogar noch Geld verdienen, die Industrie, beziehungsweise die Hersteller. Und können dementsprechend auch das Produkt für den Kunden im Laden wieder günstiger anbieten, weil sie hinten raus das noch hochwertig verarbeiten können. Und wir machen es uns zunutze und nutzen uns den Restabfall quasi, füttern damit unsere Kühe. Und die können dann aus dem Abfall, was für uns überhaupt nicht mehr wertvoll ist, Eiweiße gewinnen in Milch- und Fleischform. Eigentlich ein total sinnvolles Konzept. Auch wirklich ein sinnvolles Konzept, weil eins ins andere greift. Und je besser die Kreisläufe geschlossen sind und je mehr wir uns das hier regional erhalten und nicht von irgendwo her kaufen, umso besser ist das für Mensch, Tier und Natur, weil dann auch so eine gewisse Nachhaltigkeit eintritt. Und wenn wir über Klima und CO2 und alles reden, das machen ja viele heutzutage, dann ist eigentlich die perfekte Lösung oder die idealste Lösung, Ressourcen vor Ort zu nutzen, zu recyceln, wiederzuverwenden, in Kreisläufen zu halten. Und das ist beim Lebensmittel wunderbar möglich.
Und da ergänzt sich auch die vegane und nicht vegane Ernährung eigentlich sehr gut. Das will bloß manche nicht wahrhaben. Mhm. So, es ist die Zeit schon vergangen wie im Fluge, sehr irre. Und da haben wir ja nur an der Oberfläche gekratzt und sind dann nicht mal auf alle Tiere eingegangen, sondern fast nur auf die Kühe. Wir haben ja trotzdem noch ein tagesaktuelles Thema, weil, und das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, die Landwirte jetzt auf den Straßen waren. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir wollten uns am Montag treffen. Da hast du gesagt, geht jetzt erstmal nicht, ich muss jetzt hier aktiv werden. Heute warst du selber auch schon aktiv, das hatte ich vorhin gar nicht ganz so mitbekommen. Und nun müssen wir das mal auseinanderdröseln. Also ich habe das nur mitbekommen, irgendwo stand, eure Politik ist unser Tod. Und und unheimlich viele Leute waren auf der Straße, haben zum Teil Mist abgekippt und haben heute Autobahnen verstopft sozusagen oder Auffahrten. Das sage ich, ich werfe das jetzt mal so hin, du kannst das gerne aufnehmen und auseinanderdröseln. Ja. Erzähl mal, was da passiert ist und wo der Unmut steckt. Also es ist momentan eine ganz dynamische Zeit für uns als Landwirte sowieso und ich denke in der Bevölkerung wird es ähnlich sein und wir haben tatsächlich jetzt nochmal so kurz vor Weihnachten so einen ganz doofen Nackenschlag politisch bekommen, einfach weil ja auch die Regierung festgestellt hat, dass Mittel im Haushalt fehlen und das Haushaltsloch irgendwie gestopft werden muss. So und dann hat man natürlich sich irgendwie dann jetzt die letzten Wochen Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann und hat dann gesehen, dass man ja in der Landwirtschaft ein bisschen Geld rausziehen kann und das sorgt natürlich für Unmut bei uns in den Betrieben, auf den Höfen. Ich kann dir auch gerne erklären, aus welcher Richtung oder in welche Richtung das geht und warum wir überhaupt das gemacht haben. Ja, mach mal. Also in der Zeitung oder überall in den Medien steht da drin, dass die Agrardieselbesteuerung bzw. Rückvergütung angegriffen wird und die Kfz-Besteuerung, das ganz kurz erklärt. Jeder von uns bezahlt Mineralölsteuer, wenn er tanken geht, wir auch. Und wir als Landwirte haben immer, ich glaube, 122 Cent zurückbekommen dann am Jahresende beziehungsweise im neuen Jahr fürs abgelaufene Jahr. Aus der Prämisse heraus, dass die Mineralölsteuer ja umgelegt wird, um Straßen in Stand zu setzen. Mhm. Und wir in der Landwirtschaft fahren ja, sagen wir mal, zu 80%, 90% auf dem Feld. Ja, ach so. Und nicht auf der Straße. Ah, und bezahlen ja trotzdem Mineralölsteuer und haben aber einen kleinen Teil wieder zurückgekriegt, weil wir eben dann übermäßig ja sonst Straßen mitfinanzieren würden mit unseren Maschinen, die wir ja eigentlich gar nicht nutzen, muss man dazu sagen. Und in der Kfz-Steuer ist es ähnlich so. Die Geräte in der Landwirtschaft, die haben ja alle eine grüne Nummernschild gehabt, also wem das schon mal aufgefallen ist. Unsere Fahrzeuge fahren alle mit einer grünen Nummer draus. Das bedeutet Steuer reduziert, also es ist nicht umsonst, aber deutlich günstiger als der normale die Kraftfahrzeugsteuer. Und auch das schlägt in die gleiche Schiene. Das ist quasi der Ausgleich dafür, dass wir die öffentlichen Wegenetze nicht so sehr belasten. Und es ist auch ein Stück weit Wettbewerbsgleichschaltung mit anderen Ländern. Ich sag mal, in Frankreich zum Beispiel fahren sie mit Heizöl. Fahren damit noch günstiger als die Prozent, die wir wiederkriegen. Und das sollte jetzt weggenommen, beziehungsweise es steht noch immer auf der Agenda, das soll jetzt gekürzt werden, beziehungsweise wir sollen da jetzt auch volle Steuern bezahlen und das ist erstmal schon eine Milliarde mehr, die Landwirtschaft einfach mal so zu buckeln hat. Ne? Also es ist schon ein ganz großer Teil und wir sind ja eigentlich bloß noch ganz wenige Landwirte in Deutschland. Und wir machen damit, stehen im Wettbewerb weiter hinten dran. Ne? Also ich habe es gerade gesagt, Frankreich, die haben vielleicht dann bloß noch die Hälfte an Energiekosten, produzieren aber genau das gleiche Lebensmittel, wie ich es hier auf dem Hof habe. Und am Laden und die Molkerei, die kauft natürlich dort einen Rohstoff ein, wo es ihn am günstigsten kriegt. Aber wenn ich schon vorher 5, 6 Cent mehr für den Liter Milch an Produktionskosten habe, dann ist das für mich ein Wettbewerbsnachteil. Mhm. Und wenn das dann Stück für Stück immer mehr wird und immer komplizierter wird, dann ist einfach die Konsequenz, dass immer mehr Betriebe sagen, nee, wir machen das nicht mehr, wir wollen das nicht mehr oder wir können es einfach nicht mehr. Mhm. Und deswegen ist das für uns eine ganz kritische Phase, der wir auch eine klare Meinung uns gebildet haben und auch auf die Straße gebracht haben. Also danke erstmal, jetzt habe ich das erstmal verstanden. Ich habe mich nämlich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ja, es ist sehr komplex, genau. Ja. So, es war, also übrigens, weil du sagtest, es gibt nur noch sehr wenig Landwirte, dafür habe ich aber ganz schön viele gesehen auf den Berichten. Ja, ist ja auch so. Und das ist ja eigentlich auch dann ein Indiz, dass das jetzt nicht bloß in den Hirngespinst beziehungsweise ein Unmut von einigen wenigen ist, sondern dass das tatsächlich viele oder nahezu alle umtreibt. Aber wenn man mal in die Historie guckt, vor allem deutschlandweit, hier bei uns im Osten ist ja die Struktur schon sehr, sehr dünn. Wir haben in den letzten 30 Jahren ungefähr 40-45% unserer Betriebe verloren. Und das geht genauso rasant bergab jetzt durch Schweinepest und Corona und alles. Also
Hier in Sachsen sind nochmal 30% schweinehaltende Betriebe zum Beispiel jetzt weg seit 2 Jahren. Die kommen auch nicht wieder. Und wenn das, wenn der, der freie Fall nicht mal gebremst wird und man sagt, wir wollen wenigstens das Niveau halten, was wir jetzt haben. Und wir sind schon unter dem Niveau, dass wir uns alles selber versorgen können. Ne? Also wie gesagt, mit Schweinefleisch könnten wir uns in Sachsen schon nicht versorgen, mit Obst und Gemüse schon gleich gar nicht. Und wir verlieren noch mehr. Essen wollen wir alle. Achso, wir könnten uns nicht selber mit Obst und Gemüse versorgen? Also Obst und Gemüse ist tatsächlich noch das typische Beispiel. Da sind wir in Deutschland und in Sachsen ist es ähnlich. Irgendwo bei 20% Selbstversorgungsgrad. Der Rest kommt von woanders her. Was wir gut können, sind Kartoffeln. Was wir gut können, ist Getreide. Was wir gut können, hier auch noch in Sachsen zum Glück, ist Milch. Mhm. Schweinefleisch konnten wir jahrelang zu gut. Da hat man sogar Ressourcen übrig, was ja eigentlich gar nicht schlecht ist, um andere Länder mit zu versorgen. Mhm. Das ist aber jetzt dramatisch weggebrochen, beim Geflügel auch. Und das ist so, wenn das immer so weitergeht, und wir haben vorhin ja festgestellt, neu fängt der wenigste an. Ne? Also wenn es einmal weg ist, ist es weg. Ja. Laufen wir ja natürlich Gefahr, uns abhängig zu machen von anderen Ressourcen. Und wir importieren ja automatisch damit auch wieder CO2, beziehungsweise es kommt von irgendwo her. Das ist eigentlich traurig, dass man dann die Bevölkerung oder die Landwirte braucht, um die Politiker darauf aufmerksam zu machen und dass dort augenscheinlich ja zu kurz gedacht wird. Aber jetzt ist ja die Reaktion, also die heutige Reaktion, die gewesen, zu sagen, wir machen die Autobahnen dicht. Mhm. Wieso? Das ist ja auch ein Stück weit Staffelung, ne? Wenn wir uns jetzt hier mal bei der Bahn zum Beispiel angucken, wie bauen die so einen Streik auf, ne? Stück für Stück, mal mit einem kleinen Warnschuss und dann mal immer mehr. Jetzt haben sie ja abgestimmt, dass sie einen Generalstreik auch machen wollen. Mhm. So war das ja bei uns auch. Ne? Wir sind ja jetzt schon seit vielen Jahren, eigentlich seit 2019 aktiv. Mhm. Wir sind ganz oft vom Landtag oder vom Landwirtschaftsministerium gewesen. Wir haben im Hintergrund Gespräche, die gezielt mit Landwirtschaftspolitikern und anderen Politikern geführt und haben immer auf unsere Probleme aufmerksam gemacht. Wir haben immer gesagt, wo es klemmt und was eigentlich passieren müsste, damit das mal eine Verbesserung eintritt. Also wir sind ja eine sehr friedliche Gemeinde eigentlich. Und wo das jetzt letzte Woche publik war, war eigentlich ein klares Zeichen am Montag in Berlin. Mhm. Wir waren in Chemnitz und in Leipzig und haben gesagt, okay, wir konzentrieren das jetzt nochmal und machen nochmal ganz klar, was wir von der jetzigen Entscheidung halten. Nochmal einen klaren Appell an die Bundesregierung zu richten, das jetzt bitte nicht so umzusetzen, weil sonst wird es echt problematisch. Ja. Und das hat ja niemanden interessiert. Ne? Also es gab ja tatsächlich bis gestern Mittwoch, es wird ja an dem Plan strikt festgehalten, es werden alle Warnungen ignoriert, sodass viele Landwirte ja und an uns als Verbindung oder als Verein herangetreten sind und haben gesagt, Mensch, irgendwas müssen wir machen. Aber jetzt bloß irgendwo vor das Landwirtschaftsministerium zu fahren, wo uns keiner sieht und fühlt und alle dran vorbeifahren und auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein für 5 € trinken, das wollte niemand. Es ist so. Und damit ist das Level, sage ich mal, das Frustrationslevel natürlich nochmal deutlich gestiegen. Und jetzt muss man abwägen, wo ist jetzt Sinn und Unsinn von einer Aktion? Das ist ja bei jedem so, der für seine Rechte einsteht, beziehungsweise für seine Meinung einsteht. Bis wohin ist die Schmerzgrenze? Ne? Mhm. Und wir haben gesagt, okay, ich kann dir nicht mehr sagen, warum das letztendlich die Autobahnzufahrten geworden sind. Ich glaube, in Niedersachsen sind sie halt auch schon über die Autobahn direkt gefahren, haben die Autobahn direkt zugemacht, das wollten wir nicht. Und dann hat sich das so ergeben. Einer hat mal gesagt, du pass auf, lass uns doch mal hier mal eine Stunde vor der Autobahn stehen. Und der Nächste, ach, mache ich mit. Und das ist alles innerhalb von 24 Stunden entstanden. Das muss man wirklich so sagen. Ich habe das zum Beispiel hier für der A17 gestern Abend angemeldet, weil ich das halt auch gemerkt habe, dass die anderen auch alle was machen. Und das ist flächendeckend über ganz Sachsen. Also wir hatten gestern Abend schon 70 Anmeldungen an 70 Autobahnauffahrten. Und das ist ja eigentlich, geht es um den Solidaritätsgedanken. Du hast bei der Polizei angemeldet, hier, ich mache die Autobahn dicht. Nicht die Autobahn, die Zufahrt. Naja, das ist ein großer Unterschied, weil das ja mein rechtlicher Rahmen ist. Auf die Autobahn darf ich erstmal nicht drauf, schon allein nicht mit meiner Maschine. Und das auch in anderen Verkehrsbereich ist, der gefährdet, also ein gefährdeter Verkehrsbereich ist durch den schnell fahrenden Verkehr. Aber die Zufahrt ist ein normaler Straßenverkehr, das gilt als öffentlicher Platz. Da könntest du jetzt, wenn du sagst, du, pass auf, ja, die GEMA oder was, oder irgendjemand bezahlt mir zu wenig oder irgendwelche Rechtsgrundlagen sind mir im Dorn im Auge, könntest du jetzt genauso zur Polizei sagen, du, ich mache den Frust genau an der Stelle kund, weil ich das für richtig halte. Mhm. Wir haben uns halt dazu entschlossen zu sagen, okay, wir nehmen die Autobahn auffordern ins Visier in dem Fall. Und da hat jeder vor Ort, und das wird überall regional, also 40 Mal regional angemeldet,
Musste sich jemand bereit erklären, der das anmeldet. In dem Fall für unsere Region war ich. Ich habe das angemeldet, habe gesagt, wir treffen uns morgen mit ein paar Maschinen dort. Die Ordnungsbehörden haben gesagt, okay, es ist ihr Recht, haben uns belehrt und darauf hingewiesen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Waren heute mit vor Ort. Und ich muss sagen, durchweg auch alle, wenn ich sage auf unserer Seite, das dürfen sie ja nicht. Aber das hat alles so gut geklappt, dass jetzt niemand uns irgendwie, es gab keine Anzeige und nichts. Der Krankenwagen konnte durch. Anderthalb, zwei Stunden, das ist ortsabhängig gewesen. Das sollte ich auch fragen, Krankenwagen und sowas, ne? Genau. Das wird ja bei uns, also wir haben ja immer das Credo, egal welche Aktion wir durchziehen, wir verletzen niemanden, also wir machen keinen Randalismus oder so oder Vandalismus, wir machen keine Sachbeschädigung, keine ernsthaften, durch uns sollen keine negativen Auswirkungen entstehen, außer dass vielleicht mal jemand genervt ist von uns. Das kann passieren. Ne? Aber jetzt Rettungsgassen oder sowas, das ist eine Selbstverständlichkeit für uns und das ist auch immer das, was zum Beispiel die Ordnungsbehörden uns auch im Nachgang, da haben wir heute auch wieder viele nette E-Mails bekommen, wie gut das funktioniert hat, loben bei uns, dass wir uns so selbst gut organisieren und natürlich auf das Wesentliche Wert legen, weil wir ja letztendlich unseren Frust für die Zukunft, für unsere Existenzzukunft, das wir auf die Straße bringen. Bei uns geht es wirklich um die Existenz. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Wunschgedanken oder dass man jetzt sagt, wir müssen irgendwie was am Klima verbessern oder verändern, was jetzt für die wenigsten greifbar ist, sondern hier geht es wirklich um Substanz, um Existenz. Und wenn man überlegt, wie der Tag heute so abgelaufen ist und auch der Montag zum Beispiel in Leipzig abgelaufen ist, ich schätze jetzt mal so 90% von den Leuten, die das irgendwie so mitgekriegt haben, direkt am Rand, die haben alle entweder einen Daumen hoch gemacht. Uns haben sie eine Kiste Bier vorbeigebracht. Der Bürgermeister war heute da, hat Kaffee ausgeschenkt. Bei anderen gab es Brötchen und alles. Also welcher Bürgermeister? Unser Stadtfreiherr Uwe. Ach so. Uwe und Peter Fitzenreiter, die waren kurz oben und haben sich quasi mit solidarisiert, haben sich solidarisch gezeigt, haben uns heute, war ja nur nasskaltes Wetter, haben Kaffee und Tee mitgebracht und haben kurz einen Schwatz mit den Landwirten gehalten, um auch nochmal dort zu erfahren, wo halt der Schuh drückt, ne, um sich das auch einfach mal vor Ort anzuschauen, um das auch vor allem ernst zu nehmen. Ne. Wir machen das ja nicht, weil wir Langeweile haben. Also ganz ehrlich, ich habe keinen Bock eigentlich, mich um sowas zu kümmern oder abends um 11 dann noch zur Polizei fahren zu müssen, um eine Demo anzumelden. Also ich würde auch gerne auf der Couch sitzen oder irgendwas anderes machen. Aber die Notwendigkeit ist halt momentan leider einfach gegeben. Ja, und ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß man nicht. Das weiß man immer erst hinterher. Ja, geschafft habt ihr, du hast ja gerade gesagt, ihr macht das schon länger. Und ich muss sagen, ja, am Rande hat man es mal mitbekommen, aber jetzt ist es natürlich gerade medial explodiert, fand ich. Also man hat jetzt, also hier jedenfalls, ich habe es jedenfalls sehr stark mitbekommen. Das ging ja nun nicht nur durch die sozialen Medien, das ging auch in Zeitungen oder zumindest auf den Online-Plattformen der Zeitung habe ich es gelesen. Und also das habt ihr geschafft und da muss ich sagen, da sind in mir so zwei Seiten. Also der Rebell Willi sagt, geil, das ist eigentlich genau, das wolltet ihr ja erreichen. Ja. Auf der anderen Seite sage ich, ich kann es nie für gut heißen, dort die Autobahnen zuzustellen, egal wer jetzt was will und wer wo. Also es ist gut, klar, für sein Recht und was weiß ich. Ob das nun der richtige Weg ist, sich irgendwo, sei es jetzt festzukleben, das ist nochmal eine andere Stufe, oder irgendwo jemanden die Durchfahrt zu verweigern, weiß ich nicht. Und ob man dann nicht doch wieder mehr Unmut, also ich meine, letztlich, und das ist ja bei euch der Punkt, klar, ihr denkt ja nicht nur an euer eigenes Wohl, es ist ja auch weitergedacht, wir schießen uns ja hier völlig selber ans Knie, wenn wir sagen, wir schreiben die Landwirtschaft ab. Das verstehe ich und das ist auch völlig bekloppt. Und wenn ich jetzt so höre, dass wir uns noch nicht mal mit Äpfeln selber versorgen können oder sowas, dann frage ich mich sowieso, was die Politik macht und wie weit die denken, aber anderer Punkt. Also ich verstehe die Notwendigkeit und dass das nicht nur ist, um euren eigenen Wohlstand irgendwie zu sichern, sondern dass das weitreichende Folgen hat und sowas und das ist auch alles gut. Aber man wird so zwangsverpflichtet, bei der Sache dann mitzumachen. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich sage, scheiß drauf, dann habe ich halt keine Kühe oder sowas. Ne? Dann sollte das ja vielleicht jedem seine Sache sein. Und jetzt aber zu sagen, okay, jetzt kann ich halt nicht über die Autobahn und da kann es ja auch triftige Gründe geben, ne, darüber zu müssen. Und den Leuten das so aufzuzwingen, ich persönlich finde es nicht gut. Also ich weiß auch nicht, wie man es selber besser machen kann. Also wie kommt man jetzt effektiver hin? Wahrscheinlich den ganzen Landtag oder Bundestag mit Kuhkacke voll schmeißen, das würde vielleicht auch noch was bringen. Also schöner fände ich es natürlich, es würde die Leute treffen, die unmittelbar für diese Entscheidung, also
sich da gerade gemacht haben, ne? Also jetzt nicht körperlich oder sowas, aber ja, schon, dass es die irgendwie auch benachteiligt und nicht die Leute, die sagen, hey, ich muss hier zur Arbeit oder ist gesundheitlich oder aus was für immer Gründen ich über die Autobahn oder irgendwelche Straßen muss und denen dann, die es ja auch schon schwer haben, dann noch einen Stock zwischen die Beine zu hauen und zu hoffen, dass sie Verständnis haben. Das ist natürlich immer das zweischneidige Schwert. Ne? Die Diskussionen führen wir ja auch intern, ja, die haben wir über die ganzen letzten Jahre geführt. Wir haben es auch immer vermieden, sowas, ich will jetzt nicht sagen radikales, nee, aber sowas Konsequentes zu machen. Mhm. Die wird es auch im Nachgang geben und ich sage mal, wir werden jetzt nicht jeden Tag und jede Woche, wir machen jetzt sowieso erstmal Weihnachtsruhe, so eine Aktion fahren, bringt auch gar keine Punkte für uns. Ne? Für uns ist es eine gesunde Mischung und ich hatte es ja vorher schon ganz kurz erklärt, hat sich ja auch so ein Stück weit immer gesteigert. Ne? Man hat ja den Weg erstmal gesucht, das direkte Gespräch mit der Politik, ne? Oder direkt vor dem Landtag zu präsent oder vor dem Bundestag präsent zu sein oder vor dem Landwirtschaftsministerium präsent zu zeigen, um dorthin zu gehen, wo die Probleme entstehen. Mhm. Die Erfahrung hat halt aber auch gezeigt, dass dort die Probleme nie ernst genug genommen worden sind. Ja. Teilweise auch falsche Versprechen gemacht worden sind. So dass letztendlich, und das ist der Grund, warum wir vielleicht jetzt auf der Straße gelandet sind oder heute vielleicht an der Autobahn, dass wir ein Stück für Stück mehr an den Wähler wieder ran müssen. Ja. Der kann natürlich jetzt stinkesauer auf uns sein, der kann aber auch genauso stinkesauer sein auf die gesamte Situation, so wie du jetzt sagst, Mensch, du, ich habe das ja gar nicht gewusst, dass wir hier 120% mit Obst und Gemüse sind. Mhm. Und wenn ich das nächste Mal vielleicht mal irgendwo jemanden politisch antreffe, der vielleicht auch sich da auskennt, beziehungsweise irgendwo was zu sagen hat, dann kann ich dem das mal mit auf den Weg geben, zu sagen, du hier, kümmert euch mal drum, dass da vielleicht in Zukunft ein bisschen Ernsthaftigkeit reinkommt, dann schließt sich der Kreis für uns alle. Und du hast auch selber gesagt, so die Ideallösung, ich glaube, wenn das Idealrezept jemand hätte, ne, das würden wahrscheinlich auch die Klimafreunde sich freuen, zu sagen, das ist jetzt die beste Art und Weise, seinen Problemen oder seinen Unmut Luft zu machen, dann wäre uns allen geholfen. Also wir versuchen da wirklich eine bunte Mischung zu haben. Die Lösung, also das Ergebnis der ganzen Sache ist ja jetzt sichtbarer auf jeden Fall. Ja. Jetzt haben auch wir drüber gesprochen. Aber trotzdem, vielleicht doch, um das noch zu fragen, also ich habe das zumindest gesehen in mehreren Videos, wie Leute dort ihren Mist auf der Straße abgeladen haben. Wie stehst du da selber dazu? Also muss man dazu sagen, das ist erstmal eine Ordnungswidrigkeit, vielleicht sogar schon im Straftatbereich. Ja, also ich sage das ja schon, Straftaten sind für uns erstmal generell per se tabu. Wir haben bei uns in Chemnitz zwar so ein kleiner Strohhäcksler, der so Stroh verteilt hat. Mhm, hab ich auch gesehen, ja. Aber das haben wir selber wieder mit eingesammelt. Ne? Okay. Ja, ist so. Ne? Also letztendlich sorgen wir ja auch dafür, dass eine Grundordnung hinterher hergestellt ist. Sag mal, und selbst wenn jetzt ein paar Strohhalme da drum liegen, das ist ein Naturprodukt, nimmt der Wind mit und dann hat erstmal niemand einen direkten Nachteil davon. Und das ist keine Sachbeschädigung in dem Fall, als wenn ich jetzt irgendwas besprühe oder so. Ne? Das muss man also noch dazu sagen. Sollte aber nie das Mittel der Wahl sein, ist auch meine Meinung, ist auch unsere Meinung im Verein, erzeugt natürlich ein Stück weit Bilder. Und wir haben es heute gerade mit dem Medienteam vom MDR zum Beispiel besprochen, wenn wir nach Frankreich schauen, wie in Frankreich die Streitkultur herrscht und gerade in der Landwirtschaft, und die gehen ja auch regelmäßig auf der Straße, da ist das, was du vorhin gesagt hast, immer mit dem Güllefass hier vor das Parlament ziehen und erstmal alle einzuduschen damit. Die sind da natürlich wesentlich schmerzfreier und man muss ja gucken. Ja, ich habe das nicht beobachtet, aber hat das irgendwelche Konsequenzen gehabt? In Frankreich oder bei uns in Deutschland? Nee, Frankreich. Keine Ahnung. Also wir haben das Fazit vorhin bei der Demo gezogen, dass die deswegen nicht besser gestellt sind, also nicht besser erhört werden. Hm. Also die haben ja deswegen genauso ihre Probleme, sonst müssten sie ja nicht auf die Straße gehen. Ne? Ja, ich wusste es nicht, ob das sich danach was geklärt hat. Nee, also nicht in dem Maße, dass die jetzt sagen, oh, wunderbar, jetzt kommen wir hier nie wieder, sondern das sind ja immer oftmals solche kleinen Häppchen, wo ich sage, ja, es muss jeder für sich selber letztendlich entscheiden. Die da Mist abgekippt haben oder Strohbrett, die wurden auch erstmal abgeführt, muss man wirklich so sagen. Ja, es wird immer ein paar schwarze Schafe auch zwischendrin geben. Na klar. Na, wir versuchen auch so als Verein bzw. als Organisatoren, das so sauber zu handhaben, dass es wirklich in unserem rechtlichen Rahmen ist. Auch das, was heute war, ist alles so, was das Versammlungsgesetz uns abdeckt und was möglich ist. Es wird angemeldet, es wird mit Ordnungsbehörden gesprochen. Ja. Und wir versuchen auch wirklich, wir waren an der Frauenkirche, wo wir jetzt erstmal keinen behindert haben in dem Sinne. Ja. Wir werden auch andere geile Aktionen noch irgendwie fahren, wo wir sagen, okay, da muss man nicht in den Verkehr, sondern man kann auch mal was anderes machen. Die Mischung macht es am Ende. Okay. So, jetzt sind wir zu deinem Verein und sowas gar nicht mehr zu sprechen gekommen. Ich würde auch sagen, wir lassen es und wir reden jetzt auch nicht mehr weiter über Politik. Wir haben schon sehr viele gesprochen. Ich musste das alles noch hier bearbeiten. Und aber abschließend vielleicht noch der Hinweis auf
auf euren Betrieb, also auf die Freitaler Milchtanke und ja eigentlich auch das Angebot, da vor Ort mal hinzukommen, sich das anzugucken, wie funktioniert es mit den Kühen, sich vielleicht auch ein bisschen Milch zu zapfen. Ihr habt ja auch ab und zu Kindergärten mal so da oder Schulen, glaube ich, so, ne, die da mal drüber flanieren. Genau, das macht die Seniorchefin schon viele Jahre. Das sind in erster Linie Kindergärten und Hort, also Grundschule, der Hort von der Grundschule. Das hat tatsächlich auch deutlich zugenommen. Also wir müssen manchmal sogar schon absagen, weil es einfach zu viel ist. Ich glaube, die Mutti macht so 20 Führungen im Jahr ungefähr. Mhm. Aber muss auch zeitlich alles reinpassen. Ja. Aber es ist wichtig, glaube ich. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich muss sagen, da kommen auch fast immer wieder die gleichen Gruppen, beziehungsweise die Erzieher, ne, die, wenn das immer klappt, dann kommt die auch gerne wieder. Weil man einfach den Kindern erstmal wieder so das Grundverständnis und das Grundbild der Landwirtschaft zeigen kann. Ne? In der Stunde werden die jetzt nie ewig viel Wissen aufsaugen, aber die haben erstmal wirklich mal wieder eine Kuh gesehen. Ne? Die merken und realisieren erstmal, ach Mensch, das ist ja jetzt nie das Produkt, nur das, was ich trinke und esse, sondern das hier passiert ja was dahinter. Ja, gibt es übrigens, vielleicht darf ich das an der Stelle sagen, in der Tschoner Mühle in Dresden gibt es eine Müllerin, die wunderbar erklärt, wie aus dem Korn das Brot gebacken wird und so weiter. Wir haben das jetzt letztens erst wieder beim Kindergeburtstag gemacht, wir haben es schon mal gemacht. Ist eine wunderbare Sache, weil die das wirklich erklärt, wie kommt das aufs Feld, wie wächst das, wie bearbeiten wir das und so weiter. Und ich glaube, das muss schon rein in die Köpfe der Leute, gerade weil man ja heute diese ganzen kleinen Läden immer weniger hat und das alles so fertig verpackt im Supermarkt kauft, das ist halt irgendwie da. Und ja, insofern schön, dass ihr das macht. Und ihr macht ja generell auch Veranstaltungen. Übrigens, vielleicht habt ihr ja mal den Werbespot gehört bei Radio Dresden von Weihnachten im Kuhstall oder habt auch von der Aktion kennengelernt. Warte mal, den Werbespot spiele ich euch mal ganz kurz ein. Weihnachten im Kuhstall. Lernt die Freitaler Milchtanke und ihre tierischen Bewohner in gemütlicher Atmosphäre kennen. Umgeben vom Duft des frischen Heus singen wir gemeinsam Weihnachtslieder im festlich geschmückten Stall. Freut euch auf regionale Leckereien und auch auf den Besuch des Weihnachtsmanns am 2.12. ab 16 Uhr in Freital-Somsdorf. Freitaler-milchtanke.de. Könnt ihr jetzt natürlich nicht mehr kommen, ist ja schon vorbei. Das war eine wunderschöne Aktion. Weihnachten im Kuhstall habe ich noch nie gehabt, habe genau vor den Kühen gespielt, hab übrigens den Stallgeruch habe ich mit nach Hause genommen. Wir alle. Das war sehr spannend. Das Ziel erfüllt. Ja. Nee, war aber schön. Und nicht nur diese Sache, sondern auch andere macht ihr. Ihr habt ja ganz in der Nähe auch noch einen Verein, in dem du ja auch engagiert bist, den Eibe e.V. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, Milch, wie ist die Internetseite? www.milchtanke-freital.de. Ja, da könnt ihr euch ja auch nochmal informieren. Und wer weiß, vielleicht habt ihr angeregt durch diesen Podcast einige Fragen mehr noch, könnte ja sein, zum Thema Landwirtschaft. Dann fragt sie doch gerne noch und vielleicht, also wenn es genügend sind, vielleicht machen wir sogar nochmal irgendwann in weiterer Zukunft mal noch eine zweite Folge. Oder der Marc kann mir noch mal ein paar Fragen beantworten, falls welche kommen. Es ist ja wirklich nur an der Oberfläche gekratzt worden heute. Ja, Landwirtschaft ist so sehr vielfältig. Ich denke, da lohnt sich auf jeden Fall irgendwann mal noch mal ein Wiederkommen. Ich bin auch gern bereit, noch mal herzukommen. Und alle, die zwischendurch Fragen haben oder irgendwas zur Landwirtschaft wissen wollen, auch vielleicht jetzt mal zu den Protests wissen wollen. Also wir sind mega transparent, wir sind mega offen, auch bei uns oben im Betrieb. Kommt einfach vorbei. Wenn ihr niemanden seht, schreibt uns eine E-Mail oder bei WhatsApp oder bei Facebook, wo auch immer. Stellt eure Fragen, eure Wünsche, auch mal nach einem Produkt. Ihr könnt immer jederzeit bei uns bestellen. Und ansonsten hat der Betrieb von morgens 8 bis abends um 10 eigentlich immer off. Könnt ihr Milch und Fleisch und alles kaufen und euch alles angucken, was es gibt. Schön. Dann, lieber Marc, ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist. Wünsche dir und der Familie schöne Weihnachten und naja, trotzdem maximale Erfolge für eure Ziele, die ihr habt und ja, danke. Vielen Dank, Willi, dass ich hier sein durfte. Natürlich euch allen da draußen und dir auch ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest, hoffentlich ruhiges Weihnachtsfest, das ist immer das Wichtigste. Und dann gucken wir mal, was im neuen Jahr wieder passiert. Genau, natürlich auch euch Zuhörern allen eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank und ja, verbreitet den Podcast gern, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Tschüss.